Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Ulysses Spiele. Wir sind heute wieder dran für euch und würden gerne mit euch endlich Talk spielen. Yay! Es ist soweit. Nachdem ich nur ganz, ganz, ganz wenig viel dafür betteln musste, habe ich eine Crew hier zusammengestellt, die nichts anderes vorhat, als euch zu zeigen, warum Talk so unglaublich cool ist. Also, da haben wir den Steff und die Saskia und da haben wir den Philipp und den Florian. Das Schöne an dem, was wir heute spielen, ist, dass auch ihr genau wie der Großteil dieser Mitspieler gar keine Ahnung haben müsst, was Talk eigentlich ist. Weil wir spielen ein Tag-1-Abenteuer. Das heißt, wir haben hier vier ganz normale, in diesem Fall New Yorker, die gerade kurz davor sind, eine Bootsfahrt zu unternehmen. Ja. Ja. Entlang des East Rivers. Vielleicht beschreibt ihr euch ganz kurz. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Wie seht ihr aus? Ganz kurz. Fangen wir hier an. Ich möchte da schon etwas drauf eingehen. Ich bin ja kein New Yorker. Ich komme gebürtig aus Cambridge. Oh, und bin nur zu Besuch in New York, in der schönen Stadt, bevor ich am nächsten Tag eine Vorlesung halte, einen Vortrag halte im Natural History Museum über Paläobotanik. Ich selbst bin Professor Daniel Moore, wie gesagt, Professor für Paläobotanik. Ja, und nutze die Zeit, um mir schon einmal die schöne Stadt New York, von der ich schon viel gehört habe, näher anzusehen, bevor ich dann am nächsten Tag eben den Vortrag halte. Heute Abend werde ich mich noch gemütlich mit meinen Kollegen treffen und den Vortrag vorbereiten. vom Aussehen her, man könnte schätzen, vermutlich so Anfang, Mitte 50 und alles an mir schreit quasi Professor. Ja, so eine dunkelgrüne Tweedjacke mit diesen typischen Lederflicken, einen etwas zerknautschten Hut auf dem Kopf, allerdings wirklich gepflegt gekleidet, hat eine halbmondförmige Brille auf der Nase, schon leicht angegraute Schläfen, schaut sich immer sehr, sehr aufmerksam um. Sehr schön. Saskia. Ja, ich spiele Vanessa Miller, Spitzname Doc, was schon verrät, wo es hingeht. Ich bin Rettungssanitäterin in einem Krankenhaus in Queens. Hab da jetzt auch 2 Wochen durchgearbeitet, kein freier Tag, wie sich das so gehört. Meine Ausbildung habe ich bei der US Army abgeschlossen, hab dann da einige Zeit gedient. Und bin jetzt noch nicht so lange in dem Krankenhaus in Queens beschäftigt. Ja, von der Type her ist Vanessa eher wahrscheinlich so Ende 20, Anfang 30. Eher schmächtig. Ja. Und endlich mal ohne Desinfektionsgeruch unterwegs mit Jeans und T-Shirt und wahrscheinlich einem Kaffee in der Hand. Denn ich habe tatsächlich mal einen freien Tag und geh mal aufs Schiff, um einen schönen Tag zu verbringen. Der will auch genutzt werden. So der will genutzt werden, wer weiß, wann der nächste kommt. Das ist eine gute Einstellung. So geht es mir ähnlich, denn mein Name ist Colin Bridges. Ich bin von Beruf Dolmetscher. Mitte 40, Mitte, Ende 40. Bin stolzer Vater. Auch wenn ich leider zugeben muss, dass die Beziehung zu meinem Sohn nicht die beste ist. Aber genau deswegen habe ich diesen Tag heute ausgewählt, damit wir zwei... Du nervst. Damit wir zwei mal richtig was erleben können. Ich habe leicht graue Haare schon, die klassische Jack-Wolfskin-Jacke, Cargo-Jeans, Cargo-Hose. Und wir schauen uns heute mal New York an, denn mal so ein richtiger Vater-Sohn-Tag, das ist richtig toll. Wade hat keine Lust darauf. Ich will lieber Eishockey spielen. Ich habe extra mal einen Schläger mitgenommen. Und was ich nicht vergessen möchte, ich bin tatsächlich auch relativ deprimiert, weil ich auf meiner Arbeit nicht so gefördert und bevorzugt werde, wie ich das mir vielleicht erhofft hätte. Und das versuche ich aber natürlich von meinem Sohn und von meinem Privatleben irgendwie zu trennen. Lässt es an mir aus. Du weißt, dass ich das nie tun würde. Ich weiß es. Mama sagt's auch. Mama ist getrennt. Ja, wäre schuld. Ja. Reden wir über was anderes. Ich bin Wade, 14 Jahre alt, mega genervt mein Vater, weil ich gar keinen Bock auf diese Schiffsfahrt habe. Ich würde viel lieber Eishockey spielen mit meinen Freunden, einfach nicht bei meinem Vater sein. Weil mich jedes Mal zwingt, irgendwas zu tun,
was uns irgendwie helfen sollte, unsere Beziehung besser darzustellen, oder? Wir zwei. Und ich muss auch die gleiche Jacke tragen wie mein Vater. Und die sieht echt kacke aus. Sehr schön. Selbst wir zwei. Hm? Ich glaube, wir haben eine Vorstellung. Sehr gut. Also, das ist unsere Crew. Also, ihr seid kurz davor, diese Fähre zu betreten. Und um euch herum stehen auch noch ein paar andere Leute, die darauf warten, diese Bootsfahrt heute mitzumachen. Das ist so eine typische Bootsfahrt, die, wenn ihr aus New York seid, dann habt ihr die bestimmt auch schon mal irgendwann und irgendwo gemacht. Es gibt so ein paar Dinge, die man einfach mal macht. Es ist nicht so, dass du die nicht schon gemacht hättest, aber das kriegst du immer wieder erzählt. Du fandest das damals so toll, als du vier warst. Du fandest es so toll. Ja, klar. Alles klar. Ich konnte nichts sagen. Das würde sogar deine Mutter sagen. Es gab ja nichts anderes. Ne? Also von daher. Man hatte ja nichts. Ja. Es sind aber wenige Leute. Es ist heute tatsächlich auch so ein Tag, wo man eigentlich auch andere Dinge tun könnte. Wie ihr alle wisst, weil das bleibt nicht aus. Heute ist das Auftaktspiel der neuen Baseball-Saison. Das steht heute an und zwar spielen die Mets. Also klar, das ist die Mannschaft in New York, ja, die New York Mets. Die haben das Auftaktspiel. Das heißt, jeder, der auch nur ansatzweise irgendwie mit Sport irgendwas anfangen kann, was macht er? Der ist entweder im Stadion oder hängt vor der Klotze. Oder auf dem Schiff. Ja, ein paar arme Schweine müssen aufs Schiff. Du kriegst ein Eis. Gut, euch beide interessiert das Spiel von den Mets jetzt nur bedingt. Aber ihr wisst, also ihr habt ja durchaus schon mitbekommen hier, das ist das große Ding. Du hast durchaus auch ein bisschen böse Blicke gekriegt von einigen Kollegen, als du ihnen erklärt hast, dass du nicht tauschen willst, weil sie sich halt gern das Mets-Spiel ansehen wollen. Ja. Nach zwei Wochen war's. Ja, irgendwann ist mal gut, ne? Irgendwann ist gut. Du hast ja mit denen vorher schon zweimal getauscht, aber das hält die nicht davon ab, trotzdem jetzt sauer auf dich zu sein, weil du voll gemein bist. Ja. Ja, und man weiß ja, dass eigentlich nur Cricket das die einzige wahre Sportart für Gentlemen ist. Das hast du hoffentlich mit keinem New Yorker diskutiert. Bisher nicht. Er ist auf dem Weg. Sehr fein. Also es warten noch drei weitere Personen mit euch. Das eine ist eindeutig so eine typische Manhattan-Unternehmerfrau. Also die arbeitet an der Börse oder will an der Börse arbeiten oder in irgendeinem der Glaskästen, die nebendran stehen. Die da steht, wahlweise eben über den Fluss guckt oder schnell ihr Handy rauszückt, irgendwas drauf macht, dann seufzt und das wieder wegsteckt. Dann könnt ihr bis 5 zählen, dann und dann holt sie wieder das Handy raus. Mitte 40, ja. Herzinfarkt, ich kenne sie alle. Ja, die hast du öfter auch mal tatsächlich bei dir im Krankenhaus. Und dann habt ihr einen Vater, ich schätze so Ende 20, mit seiner kleinen Tochter, die ist vielleicht 4 oder 5, sowas um den Dreh. Und das war am Anfang noch ganz süß, bis ihr so langsam festgestellt habt, dass der eben anfängt, dem Kind tatsächlich die ganze Zeit eben Dinge zu erzählen. So, nein, wir müssen nach vorne, du bist ein Kind, das heißt, du darfst auch zuerst drauf gehen. Ja, die anderen werden dafür alle Verständnis haben, selbstverständlich. Oh oh. Schau dir doch mal die zwei an. Da sind wir doch viel cooler, oder? Nicht so ganz. Ja, die Fähre fährt seitlich an den Anleger. Es dauert so ein bisschen. Es kommt ein junger Mann, würde ich schätzen so Anfang 20, der mit so einem breiten Lächeln und so einer schicken Steward-Uniform eben hin, macht alles fertig, geht dann über den Steg drüber, macht da die Kette los. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir freuen uns schon, dass Sie uns heute hier beehren. Es ist ja aufgrund der Tatsache, dass das Mets-Spiel stattfindet, erwartungsgemäß wenig los. Aber ich darf Ihnen versichern, dass Captain Stanton, selbst persönlich der größte Mets-Fan überhaupt, dafür gesorgt hat, dass selbstverständlich ein Fernseher läuft. Das heißt, Sie können den ersten Wurf live miterleben am Fernseher. Wenn Sie sich dann unten an die Bar begeben wollen, dort können Sie sich das direkt ansehen. Für diejenigen von Ihnen, die einen wunderbaren Ausblick genießen wollen, kann ich Ihnen nur empfehlen, gehen Sie aufs Oberdeck. Von dort aus haben Sie den besten Blick und können alles sehen. Wenn Sie noch irgendwelche Wünsche haben, scheuen Sie sich nicht, kommen Sie zu mir, wir werden uns um Sie kümmern. Captain Stanton und seine Crew freuen sich, Sie begrüßen zu dürfen. Wenn ich dann bitte um Ihre Tickets bitten dürfte.
Also bevor du überhaupt dazu kommst, nach vorne zu gehen, drängelt sich der Vater mit seiner Tochter vor. Entschuldigung! Manche Leute. Ja. Und gibt dann halt zwei Tickets an den jungen Mann, der die dann nimmt. Und, ich wollte nur kurz nachfragen, wie sicher ist das eigentlich für meine Tochter, wenn sie auf dem Oberdeck ist? Ach, das ist gar kein Problem. Da müsste ich gar keine Gedanken machen, das ist gut und ab. Ja, 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 aber ist das auch getestet? Also wir hatten noch nie Zwischenfälle. Das ist nicht das, was ich gefragt habe. Ist das getestet? Ist das abgenommen? Ist das auch wirklich sicher? Entschuldigung, ich bin sofort wieder da. Also er macht dann die Kette wieder vor, geht wieder aufs Boot. Ich mach doch mal was. Ja. Schubst ihn oder so. Du spinnst doch. Ich kann ihn doch jetzt nicht schubsen. Soll ich das machen? Nein. Es dauert so 2 Minuten, dann kommt er wieder zusammen mit einer Frau, die dürfte so Ende 40 sein, hat einen Metzhut auf und ansonsten eine Kapitänsuniform an. Sieht ein bisschen kruder aus. Ja, schönen guten Tag, Captain Stanton. Sie hatten eine Frage. Dann bittet sie den erstmal aufs Schiff und geht dann mit dem so an die Seite, damit eben dann der, der Rest von euch eben dann auch drauf kann. Ja, wir zwei. Dankeschön. Oh, viel Spaß. Super. Ja. Mette möchten Sie? Dankeschön. Schönen Tag noch. Danke. Nachdem ich gehe auf eine Person. Sehr schön. Danke. Bitte an Bord. Und ihr seht hinter euch, dass die diese Businessfrau noch so ein bisschen auf und ab läuft und seht den Steward, der dann auch so guckt und wartet, dann bis sie sich so schüttelt, die Arme halb hochwirft und dann eine Person. Sehr gern, danke. Also, ihr seid alle auf dem Schiff drauf. Ihr seht hier auch euer wundervolles Schiff. Wo wollt ihr denn tatsächlich hin? Auch wenn ich es vermutlich bereuen werde, ich werde aufs Oberdeck gehen, um die Aussicht zu genießen. Möchtest du ganz nach vorne oder? Ich nehme eher seitlich. Du gehst eher so. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ach, eine gute Wahl. Ja. Oberdeck? Natürlich. Da, wo der Vater mit seiner Tochter nicht ist. Okay. Da, wo der Vater mit seiner Tochter nicht ist. Dann musst du möglichst weit irgendwie auf eine andere Seite, weil der Vater und seine Tochter, egal wo du dich hinsetzt, werden gleich kommen. Genau. Egal wo du dich hinsetzt. Ich setze mich dann um. Also es ist völlig egal, wo du mich jetzt hinsetzt. Die sind hier vorne. Ja, dann ist da hinten das ein super Platz, wo ich jetzt bin. So, da müssen wir. So, das heißt, du bist hier hinten, du hast immer noch einen schönen Ausblick, alles wunderbar. Wir gehen runter, nämlich liebes. Ja, na klar doch. Der Teil ist eh schon versaut. Ja. Und ich bestelle 2 Coke für uns. Das wird auf cool machen, ja. Aber es funktioniert. Also hier an der Bar ist tatsächlich, hier in der Bar ist tatsächlich ein großer Fernseher angebracht, auf dem jetzt hier schon die Vorspielberichterstattung natürlich läuft, wie sich das gehört. Und es dauert nur einen kurzen Augenblick, dann wird da draußen noch alles fertig gemacht und dann gehen auch die Motoren wieder los. Und es tritt dieses typische Schiffsgeräusch eben ein. Mit den Wellen, die von außen eben gegen den Bootsrumpf schlagen und das Schiff nimmt so langsam Fahrt auf, fährt das langsam los und dann eben raus in den Fluss. Da fehlt die Geschäftsfrau mit dem Handy. Oh, ja, die Geschäftsfrau mit dem Handy. Die haben wir da gelassen. Das ist wohl wahr. Ja. Also die Geschäftsfrau mit dem Handy ist garantiert bei kommt erstmal hier runter, setzt sich hin, guckt immer dann ab und zu mal über die Schulter, bestellt sich dann auch was zu trinken. Natürlich einen Manhattan. Und ja, genießt den, beziehungsweise macht das weiter, was sie vorher schon die ganze Zeit gemacht hat. Holt immer wieder das Handy raus, checkt das, schaltet es dann ab, steckt es weg. Dann kann man bis 10 zählen, dann holt es wieder raus, seufzt, macht es an und checkt es. Das macht gut, dass es nicht bei mir sitzt, sondern macht mich hibbelig. Wir haben andere Probleme auf dem Oberdeck, Wir haben ganz andere Probleme. Ja, was glaubst du denn, wer gewinnt? Die sind leider nicht. Ja, das Problem ist nicht so leise. Jawohl. Mhm. Ja. Also ich glaube, die Lakers machen das. Ach, Papa, du nervst, Mann. Warum nervst du immer? Bestell dir lieber noch eine Cola. Komm, da vorne. Du hast doch noch genug. Trink das selber. Ich will aber noch eine. Ja. Da reden wir gleich drüber. Ja. Darf es doch was sein? Eine Cola, bitte. Ja, sehr gerne. Ja, okay. Ja, es ist in Ordnung.
Du kriegst ja eh einen Free Refill. Ja. Da ist ja alles gar kein Problem. Ja, das Spiel, wie gesagt, wird angekündigt und es werden die Spieler natürlich wieder vorgestellt. Es werden die ersten Analysen gemacht, wie wohl die Saison laufen wird. So das Übliche. Bei euch oben auf dem Oberdeck könnt ihr inzwischen den Ausführungen eines jungen und sozial engagierten Vaters lauschen, der seiner Tochter die Welt erklärt. Also da drüben arbeiten die Leute, die sich gar nicht um andere kümmern. Wenn du so wirst wie die, kann ich dir sagen, und ich nehme meine Kopfhörer raus, stecke sie in mein Handy, zuck, Musik an. Dankeschön. Ja, also dröhn. Ne, nicht dröhn, aber überdröhn zumindest. Ja, das Schiff ist inzwischen raus auf den East River gefahren und nimmt seine Tour auf. Es ist in dem Fall keine Tour, die mit irgendwie, gucken Sie nach rechts, gucken Sie nach links, also es ist kein Sightseeing in dem Sinne, sondern das ist mehr so eine für Leute, die sich da auch schon ein bisschen mit auskennen, die auch ein bisschen die Ruhe vielleicht suchen oder Metz gucken wollen. Musik hören. Ja, tatsächlich, nachdem das Boot losgefahren ist, siehst du auch, als du dich dann umschaust, hier von der Brücke, dass der Captain oder die Kapitänin hier eben auch an der Brücke steht. Ja. Und rausguckt auf den Monitor. Alter, was tust du? Ich versuche mein Buch durch die Gegend zu werfen, an die Tür lehnt und eben durch die Scheibe von der Brücke eben auf den Fernseher schaut, um dem Spiel zu sehen. Ja, das Schiff fährt sich auch von selbst. Ja, klar. Siehst du, Papa, sogar der Kapitän guckt. Und wir müssen jetzt auch hier sein. Ja, aber es ist ja auch gut. Hauptsache, wir machen was zusammen, ne? Ist doch toll. Wie oft willst du das denn noch machen? Ich hab da eine Überraschung für dich, aber... Was denn? Du magst doch die Rocky Mountains so. Nein. Wir zwei, campen. Och, Papa. Das wird super. Lass dich überraschen. Kann man nicht Mama anrufen? Die hat bestimmt ganz viel zu tun. Also letztes Mal, als ich sie angerufen habe, da hatte sie gar keine Zeit für mich. Aber die kauft mir immer Videospiele. Ja, aber das macht sie, um mich zu ärgern. Ja, ist doch egal. Das macht sie, um mich zu ärgern. Und da sagt Mama auch immer, dass du mir sowas einreden willst. Das ist Blödsinn. Mir geht's vor allem um uns beide. Da stehst du am Handy ein bisschen rumspielen. Ja, aber... Die Frau davon macht das auch. Ja. Die ist ja auch erwachsen. Du bist noch 14. Ich bin fast erwachsen. Ja, mach mal langsam. Wenn die Frau das darf, darf das auch. Ich meine, jetzt ist sie jetzt, guck hier, das Messspiel. Wir gehen schon mal, wir machen das alleine. Das ist super. Nein, alles gut. Macht ruhig weiter. Einfach Bilder machen? Ja, von mir. Für Instagram? Ja, klar. Schon auch vorne. Was auch immer das ist. Da muss man Likes sammeln. Ja. Dann bist du dann bekannt und das ist berühmt. Du mit dem neuartigen Kram da. Weißt du, früher, als wir, da haben wir noch was mit unseren Eltern gemacht, da sind wir raus. Und haben irgendwie in der Natur gespielt. Damals, als ich bei den Scouts war, das war richtig, ein richtig Abenteuer erlebt. Hast du wie wir zwei dann in den Rocky Mountains, du wirst schon sehen. Hat dich Opa dich rausgeschmissen, weil du nervst? Nein. Okay. Das hat erzählt die Mutter bestimmt wieder, um ein schlechtes Bild auf mich zu werfen. Mama hat's mal erwähnt. Diese Hexe. Ich nehme mein Handy jetzt raus und spiele jetzt noch rum. Also, wobei du auch tatsächlich ein bisschen angezogen wirst natürlich vor dem Monitor dabei. Ja, immer so. Vor dem Fernseher, der ja inzwischen auch durchaus mit Leben erfüllt wird, weil wir sind jetzt schon in der Show, in der Vorshow. Und es ist jetzt gerade so der Moment, wo dann die Nationalhymne dann eben auch angestimmt wird. Dann geht auch hier die Tür auf und euer Captain tritt einfach dann mal aus der Brücke raus. Das Schiff befindet sich jetzt auch also in so einem Kurs, wo ihr euch sicher seid, das fährt jetzt eine Weile geradeaus. Und wenn das so leicht nach links oder rechts wegdrückt, ist das gar nicht schlimm. Ja. Dann stehen wir jetzt auf. Ja klar. Also ich war für ja auch bei der Army. Eben. Das ist das Einzige, was uns verbindet. Die Nationalhymne schallt aus dem Lautsprecher und die Kapitänin gibt ein Zeichen an den Steward, der sich kurz rumdreht, die Fernbedienung nimmt, das Ganze ein bisschen lauter macht. Das heißt, selbst ihr hört jetzt oben
so entfernlich. Also alle bis auf du hören auch auf dem Oberdeck jetzt so das entfernte, die entfernte Nationalhymne der Vereinigten Staaten erschallen. Als ich plötzlich über dem Gebiet von Queens Wolken zusammenziehen. Und so wie aus dem Nichts. Ich meine, es war die ganze Zeit schon so ein bedeckter Tag, aber ihr oben könnt das sehen. Für euch ist das, ihr werdet das so nicht bemerken. Für euch ist es mehr so, dass es plötzlich dunkel wird. Es wird auch dunkler im Fernsehen, also weil das Stadion befindet sich in Queens. Da ziehen sich gerade die Wolken zusammen. Und ihr seht das richtig, also beziehungsweise du siehst es richtig. Du bemerkst es erst ein bisschen später, weil du guckst in die entsprechende Richtung. Und siehst, wie das wirklich so aus, wie aus dem Nichts so ein riesen Wolkenbatzen zusammenzieht, der auch wirklich dunkel ist. Extrem dunkel. Und ich habe keine Jacke dabei. Und das passiert aber innerhalb von... Ich habe meinen Regenschirm auch vergessen. Einigen wenigen kurzen Herzschlägen. Und du hörst dieses Grummeln auch auf einmal durch deine Lautsprecher hindurch. Fupp, fupp. Plötzlich tut es einen lauten Schlag, so richtig ein Brrrrsch. Und du siehst, wie, und das ist da auch der Moment, dass du es spätestens auch mitbekommst und selbst ihr merkt, boah, das kommt aus dem Fernsehen. Das ist eine richtige Schlammschlacht hier. Und wir gehen runter. Aber keine Sorge, Sohn. Ich bin doch da. Aus dem Fernsehen und aus dem neben euch, also vom Schiff her, also seht ihr dieses Blitzen. Und plötzlich über den Himmel wandern plötzlich so blaue und rote Blitze, so Entladungen. Diese Wolke scheint richtig zu vibrieren, ab und an aufzuleuchten. Und mit einmal fährt aus dem Himmel so etwas nach unten. Es sieht aus, als wäre irgendwie plötzlich eine gigantische Hand, die nach unten fahren würde, aber riesengroß. Es wird plötzlich einfach stockdunkel auf dem Monitor, weil das war jetzt dann auch so der Moment, wo dann eigentlich das Bild gewechselt hat zum ersten Wurf. Und plötzlich, bums, wird es dunkel. Ihr kriegt das leider getrennt voneinander mit, aber in dem Moment, als dieses riesige Gebilde auf dem Boden auftrifft, bricht bei euch alles zusammen. Fernsehen, dauert so 1-2 Sekunden und dann... Kurze Bildstellung, wir bitten um Entschuldigung. So, ihr seht, dass über Queens eine gigantische, es sieht aus wie eine Ansammlung von Ranken und Vegetation. Wenn ihr es nicht besser wüsstet, würdet ihr sagen, es ist irgendwie was aus Jack und diese Ranken-Ding, ne? Ja. Aber das Teil ist aus dieser Wolke herausgefahren. Sieht aus, als wäre es vielleicht einen halben Kilometer breit. Wie eine riesige Masse ist in den Boden eingeschlagen. Von da erhebt sich inzwischen eine Rauchwolke, eine Dunstwolke, ihr könnt es gar nicht genau sagen. Und ihr seht richtig, wie das Ganze so auf euch zufährt. Ui. Ich würde an die andere Reling gehen, um das Phänomen besser betrachten zu können. Krame dabei mein Smartphone raus, dass mir mein studentischer Assistent eingerichtet hat und versuche ein Foto davon zu machen. Das ist lustig, weil neben dir steht auch jemand, auch gerade mit dem Handy so. Das macht man doch heute so. Brums! Diese Welle trifft das Boot. Das Boot wird gerade so. Dreht sich auf die Seite. Also festhalten. Und. Fällt dann wieder zurück, also es wird nicht umgeworfen, aber es ist mit Sicherheit an dem Punkt, wo das fast passiert. Schreie überall, in alle Richtungen, über euch, um euch herum, alles was aus Glas ist oder sowas zerspringt und pfasch, wird in tausend Scherben zerrissen. Ihr werdet nass, egal wo ihr seid, weil auch eine riesen Welle über das Boot dabei hinwegschwappt. Ihr versucht alle nur verzweifelt, euch irgendwie irgendwo festzuhalten. Und ich würde euch bitten, an dieser Stelle dann den ersten Wurf des Tages abzulegen. Dabei können wir dann bestimmt auch gleich mal ganz toll gucken, ob das mit den Regeln alles hier funktioniert und die noch ganz sind in unserem Spiel. Das heißt, ihr legt doch mal bitte alle eine Probe einfach nur auf wahlweise eure Geschicklichkeit oder eure Stärke ab, wo immer ihr besser seid. Oh, die Auswahl wird schwierig. Du bist ein Meister bei beiden. Ja.
Ja, okay, gut. Ja, wer zuerst lacht. Ja. Oh! Weiter. Ich habe eine 10. Okay, dann darfst du weiter würfeln. Eine 13. Ah, sehr gut. Machst du zuerst? Ja, also bei mir wäre es eine 8. Gut, ich habe 16, das ist plus 3. Auf die Geschicklichkeit bin ich bei 11. Okay, das war alles überhaupt kein Problem. Ich habe eine 9 gewürfelt, also minus 1, habe Geschicklichkeit 9, macht 8. Boah, easy. Minus 8. Minus 8. Das kommt davon, wenn man immer aufs Handy klopft. Okay, ja. Das Minus 8, das ist deine Geschicklichkeit. Du kannst ja insgesamt nicht auf Minus 8 kommen. Geschicklichkeit ist 11. 11. Ja. Das heißt, du kommst auf eine Geschicklichkeit von 3. Ach, schon 3. Okay. So, also, das Boot wird zur Seite gekippt einmal und fällt dann wie so ein Stehaufmännchen wieder zurück in die andere Richtung. Du knallt dann dabei auf die Wasseroberfläche. Du wirst gegen die Reling geschleudert. Ja. Wait! Und bist kurz davor, über die Reling zu gehen. Neben dir hast du noch eine andere Person über die Reling gehen sehen, nämlich den Steward, der uns hier neben rausgerissen hat. Du darfst, weil du nah genug dran bist, nochmal einen Wurf auf Geschicklichkeit machen. 10. Nein, 9. 9 reicht, aber du kriegst ihn gerade noch so zu fassen. Das heißt, du hängst so halb außerhalb, also wirklich... Papa, hilf mir! Wait. Du hast ihn wirklich gefasst. Ich spüre mehr als nur dich. Also du schaffst es gerade noch, ihn zu halten, als er schon wirklich mit den Füßen über dem Gelände hängt und gerade auf dem Weg raus ins Wasser ist. Der Steward wird wirklich von Bord geworfen. Ihr zwei habt euch oben festgehalten, habt es geschafft, an der Reling, jetzt standet ihr auch wirklich nah genug dran, insofern hattet ihr die ideale Möglichkeit dazu, das zu tun. Als ihr hinter euch einen lauten Papa! Schrei hört. Hören wir den auch? Ja, den hört ihr durchaus auch. Ich schreibe auch sehr laut. Wait? Ja, das ist die Tochter, das ist der... Der Vater ist über Bord gegangen. Okay, und du hast aber noch gerade die Frau... Die Frau seht ihr momentan. Ah, okay, gut. Wie kannst du sowas mit dir? Die Frau seht ihr im Moment einfach schlichtweg nicht. Ihr habt das Gefühl, irgendwas ist um euch herum aber in der Zeit noch passiert. Also das heißt, ihr hattet diesen Einschlag, irgendwas ist mit dem Schiff passiert. Irgendwie seid ihr fast weggeschleudert worden. Ihr seht in der Entfernung noch, beziehungsweise ihr nehmt es teilweise nur aus den Augenwinkeln wahr, weiter diese Blitze, dieses rot-blaue Blitzen, die inzwischen auch nicht mehr nur in der Wolke sind, sondern auch gerade in der Nähe von diesem Rankengebilde einfach in den Boden einschlagen. Teilweise, ihr oben seht das ganz gut, wird ein Gebäude auch davon getroffen und es sieht so aus, als würde das faktisch davon auseinandergerissen werden. Also Splitter und Gestein und Glas in alle Richtungen. Das ist zwar weit weg, aber ihr hört trotz all dem das Dröhnen in der Luft, das über das Ganze hinweg sogar noch schallt, was ihr jetzt die ganze Zeit schon habt. Also das heißt, ihr habt das Gefühl, euch werden noch ein bisschen dadurch platzt einfach schlichtweg auch das Trommelfell. Gut, damit befinden wir uns in einer anderen Realität. So, ich stelle das mal hier auf. Also beziehungsweise ich stelle es vielleicht hier oben hin, dann kann man das wahrscheinlich besser sehen. Könnt ihr das sehen? Mhm. So, ihr wisst es noch nicht, aber wir befinden uns jetzt in dem lebenden Land. Und ihr seht hier die vier verschiedenen Axiome, die dann Auswirkungen haben. Aber was das genau bedeutet und wie das genau funktioniert, das klären wir dann mitten im Spiel. Das wird so. Sehr gut. Ja, also die zwei Leute sind von Bord gegangen. Wer will jetzt agieren? Wir fangen an hier. Ja, ich muss mich zwar einen Moment losreißen von diesem Pflanzenphänomen, das mich dann doch fasziniert, schaue mich dann aber doch schnell nach einem Rettungsring oder so etwas um, dass ich dem Mann zuwerfen kann, sehr gut, wieder an Bord zu holen. Du darfst einfach mal bitte auf Finden würfeln, falls du das hast. Wenn du es nicht hast, dann darfst du auf Verstand würfeln. Eine 15. Das wäre 15. 15? Mhm. Ja, Respekt. Alles klar. Das heißt, du findest tatsächlich ohne Probleme einen Rettungsring. Ja.
und hast auch ansonsten schnell festgestellt, so von wegen, okay, so und so ist das Boot aufgebaut. Also du hast einen Überblick halbwegs. Das heißt, du kannst jetzt auch den Rettungsring rauswerfen. Ja. Was ihr merkt oder was du auch bemerkst, ist, dass das Wasser natürlich momentan immer noch massiv aufgewühlt ist. Das sieht auch so aus, als wärt ihr momentan mehr in so einem, hohen Wellengang, so wie er hier eigentlich nicht herrschen sollte. Also das ist nicht nur die Explosion, sondern irgendwas, es wirkt fast so, als würde das Wasser kochen. Okay. Also das kocht nicht wirklich, es dampft nicht oder sowas, aber das, wie es sich bewegt, wie es sich verhält, das, so sollte sich das Wasser hier nicht verhalten. Sind das so diese typischen Plastikbänke? Bisschen tiefer oder was ist das? Ja, das sind schon so diese typischen Plastik-Schalensitze, die er hat. Okay, aber die sind nicht jetzt hochgebaut mit Lehne. Dann über die Sitze drüber und zum Kind, bevor das hier auch gleich noch über Bord geht. Das Kind hängt an der Reling. Ja. Das hat wo geschafft, dich festzuhalten, vielleicht auch, weil der Vater es festgedrückt hat oder sowas, kannst du jetzt nicht mehr beurteilen. Also kommst ohne Probleme rüber und du siehst halt die Tochter, die sich oben noch festhält und unten halt dann schon so durchgreift, weil das Glas, was da war, ist alles zersprungen, ist in alle Richtungen weg. Das Kind ist glücklicherweise, das kannst du tatsächlich im geübten Auge direkt sehen, soweit unverletzt, vielleicht ein, zwei Schnitte oder sowas, aber nichts Relevantes. Und das ist gut, dass du hingekommen bist, weil du kannst das Kind noch festhalten. Es dreht sich aber dann so, Mama, Mama, mit dem Arm raus. Und du siehst auch, dass der natürlich momentan immer weiter weggetrieben wird. Ja, gerade wenn es unruhig ist. Ja. Ist er wieder sicher? Habe ich ihn rübergezogen? Er hängt immer noch drüber? Ja. Okay, dann würde ich natürlich versuchen, wait, komm. Papa, hilf mir, Papa, Hilfe! Und zieh ihn, er hängt mit den Beinen, glaube ich, drüber. Oder naja, das heißt, du kannst ihn ohne Probleme auch reinziehen. Okay. Also das ist wirklich keine Schwierigkeit. Dann dabei. Was ist alles okay, mein Junge? Ja, ich bin fast runtergefallen, Papa. Ich hab's gesehen, und ich hab's gefühlt. Ihr seht, wie hier der Steward halt wirklich so... Papa, da unten ist noch einer. Wollte ich gerade fragen. Zählt das jetzt noch als meine Aktion oder schon als meine Aktion oder habe ich jetzt noch eine Möglichkeit, was zu machen? So, ihr könnt jetzt gleich wieder agieren, aber das war tatsächlich deine Aktion, deinen Sohn wieder an Bord zu holen. Das heißt, du hast wahrscheinlich mitgeholfen. Naja, mit dem Fuß so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Krabbelt. Ja, genau. Bei der Tour weiß man nie. Ja, so. Also wie gesagt. Das macht der Professor. Rettungsreif zu dem armen Vater. Du wirfst den Rettungsring. Ja. Oh Gott. Entschuldigung, aber der Professor wirft den Rettungsring. Du wirfst den Rettungsring. Wo ist er? Du hast inzwischen schon Schwierigkeiten, ihn zu sehen, weil der scheint auch ernste Schwierigkeiten zu haben, sich überhaupt über Wasser zu halten. Mhm. Du musst nichts würfeln. Also ich muss nicht. Okay. Das heißt, du hast jetzt einfach den Rettungsring vor. Das ist schon mal super. Was möchtest du machen? Ich halte das Kind fest. Ja. Und schaue mich um. Gibt es hier, da stehen doch meistens diese Boxen, wo die Schwimmwesten für Notfälle drin sind. Steht hier so eine Box an Deck? Ja, ist eine. Die ist hier hinten angebracht. Ich versuche da hinzukommen. Ja, das ist keine Schwierigkeit. Das heißt, du nimmst das Kind und deinen Arm. Dann, ja, halt die so fest und drin laufen. Also du musst sie wirklich losreißen. Die, jetzt, die schreit jetzt wie am Spieß. So, kommst da an. Kein Problem. Hoffen wir, dass was drin ist. Der Steward im Wasser. Ja. Ist der auch so am Untergehen? Der ist auch am Untergehen, scheint sich aber, also von dem anderen kriegst du ja nichts mit vorne, aber der scheint sich zumindest so weit zu halten, dass er immer nur wieder untergetaucht wird und wieder hochkommt. Ich denke natürlich. Papa, du musst ihm helfen. Spring hinterher. Ich denke natürlich, es wäre schlauer, den Rettungsring zu werfen. Aber vielleicht ist das meine Chance, meinem Sohn zu zeigen, dass ich mehr bin. Oh nein, das ist der falsche Moment. Dass ich mehr bin. Und nicht der Versager, für den er mich hält. Papa, du gehst auch unter. Ja, spring! Ich ziehe meine Wolfskin, schmeiße ich meine Softshell-Jacke. Ja. Und springe. Das war's. Mhm. Jetzt haben wir zwei drin. Nur weil es bei Disney funktioniert, heißt das nicht, dass du springst ins Wasser. Ich weiß, dass es gut geht. Also. Mit absolutem Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. Ja. Schwingst du dich einfach über die Reling? Also es sieht schon beeindruckend aus. Wie dein Vater meine Verhältnisse. Über die Reling rüber springt. Und einen kurzen Moment, das ist wie in so einem Actionfilm, wo so über die Reling drüber und dann... Bauchplatscher. Ins Wasser. Nein, er taucht tatsächlich wirklich ein... Es ist, als du ins Wasser auftauchst, merkst du, dass irgendwas anders ist. Du weißt nicht was, aber irgendwas ist anders, weil
diese Energie, dieses Leben, was du spürst in dem Moment, dieses Gefühl, endlich das zu tun, wofür du eigentlich da bist. Und du weißt, du bist dir hundertprozentig sicher. Ja. Lanala ist mit dir. Lanala, genau. Ich bin mehr, als mein Chef sagt. Ich bin mehr, als meine Frau sagt. Und ich bin das, was mein Sohn immer wollte, dass ich bin. Du darfst deinen Charakterbogen umdrehen. Oh je. Oh je. Na gut, also... Ja. Ja. Ich bin wahrscheinlich jetzt... Als du wieder auftauchst... Deine Mähne, die du hast und dein buschiger Bart, den du natürlich schon... den du selbstverständlich auch schon immer so hattest. Ja, klar. Und mit sehr kräftigen Schwimmzügen. Hier, du kriegst 3 Möglichkeiten. Zack. Ja. Gib dir jetzt die Fähigkeit, kräftig rüber zu schwimmen. Das komische Oberteil, was du anhast, ist, wie sich das gehört, natürlich bis hier oben abgerissen und auch leicht zerfetzt. Wenn du dann wieder an Bord kommen wirst, wird man feststellen, dass auch deine Hose vielleicht gerade noch so Knielänge hat. Schuhe. Was Schuhe? Für Schuhe? Ja. Was zum Teufel sind Schuhe eigentlich? Ja. Also irgendwas passiert mit dir und du hast die ganze Zeit auch so ein seltsames Bild, was wechselt vor deinen Augen. Gewisse Sachen, wie mit, wo du dir nicht sicher sind das Erinnerungen, sind das Träume? Du hast irgendwo in Häusern, was genau sind Häuser? Hütten? Hütten müssen es gewesen sein, größere Hütten. Und dann hast du die ganze Zeit irgendwelche Dinge übersetzt. Ja, du hast irgendwelchen anderen Leuten zugehört, die haben komisch gesprochen, ja, das stimmt. Du hast ein Gefühl dafür, wie das gut geht. Du kannst mit Leuten reden. Ja. Also ich. Nur die Starken überleben. Ja. So, du darfst mal eine Probe auf Stärke, einfach nur deine Stärke durchführen. Elf. Elf. Ja, elf würde tatsächlich nicht reichen. Weil der Wellengang echt übel ist. Sollte ich dann vielleicht jetzt schon mal eine Möglichkeit einsetzen? Das wäre eine Möglichkeit. Du könntest eine Möglichkeit dann einsetzen. Dann werde ich mich eine Möglichkeit einsetzen. Dann setze eine Möglichkeit ein. Sehr schön. Lass sie einfach. Zack. Du kannst mir auch die anderen Karten schenken. Nein. Niemals. Das heißt, eine Möglichkeit. Du hast eine Möglichkeit eingesetzt. Das heißt, du darfst einen Würfel nehmen und den weiterwürfeln. Der wird drauf addiert auf deinen Würfel. Achso, ja. Yeah. Ist nichts passiert. Was hast du gewürfelt? Ich habe jetzt eine 1 gewürfelt. Das ist nicht schlimm. Das wird mindestens eine 10. Wenn du eine Möglichkeit einsetzt, ist das immer mindestens eine 10. Total cool. Das heißt, das wird auf dein vorheriges Würfelergebnis addiert. Genau, das heißt, ich hatte vorher eine 14. Dann bist du jetzt bei der 24. 24, das würde plus 8 bedeuten, würde 18 heißen. 18. Das heißt, du siehst, wie dein Vater eintaucht, wieder auftaucht und du bist dir nicht sicher, Gott, hat der irgendwie da Seetang oder so abbekommen? Also, meinst du meine Haare? Und der schwimmt wie? Also du wusstest gar nicht, dass dein Vater so schwimmen kann. Und überhaupt, was der für Arme hat. Papa, was ist da los? Also er schwimmt Papa. Raus zu diesem... Moment. Er schwimmt raus zu diesem... zu dem Steward, also ein bisschen weiter draußen. Und du willst ihn packen. Ja, also halt rettungsschwimmermäßig... Wie man es bei Baywatch gesehen hat. Wie ich auch meine anderen Stammesmitglieder gerettet hätte. Also... Der kommt gerade wieder aus dem Wasser hoch, schaut dich an. Du siehst so einen ganz wilden Gesichtsausdruck in seinen Augen. Und der sieht aus, als hätte er so ein ganz so sonnengegerbtes Gesicht gerade. Und sieht auch sehr abgerissen aus. Wenn du! Und dazu versuchst du sie zu packen. Bumm! Versucht er dir eine zu zimmern. Versuch natürlich irgendwie auszuweichen, wenn mir das möglich ist. Ja, das ist im Wasser tatsächlich gerade schwierig. Du bist auch ein bisschen überrascht davon, geben wir mal einfach zu. Was ist denn dein waffenloser Kampfverteidigungswert? Der ist 9. 9? Ja, 9 ist tatsächlich in dem Fall genügend. Das heißt, du weichst diesem Schlag aus, aber du befindest dich jetzt mit dem tatsächlich in einem Kampf. Alles klar. Das machen wir gleich. Ja. Wenn die Runde losgeht, dann gehen wir auch zum ersten Mal in eine Kampfrunde. Du gegen den Steward. Papa gegen Steward nennt sich das Ganze. So. Aber damit der Spaß hier nicht zu kurz kommt, kriegt ihr alle eine Cosm-Karte. Mhm. Diese Cosm-Karten, die dürft ihr ausspielen jederzeit,
ihr dürft ihr euch angucken, die dürft ihr auch nicht mit euren Mitspielern besprechen oder so, im Gegensatz zu euren anderen Karten. Wenn ihr die einsetzt, wird das eine Wirkung haben. Diese Wirkung ist nicht zwingend positiv. In den allermeisten Fällen passiert irgendetwas in dieser Realität, was zu dieser Realität passt. Mhm. Also wir befinden uns im lebenden Land, das heißt, es ist was, irgendwas Primitives, irgendwas wahrscheinlich mit Monstern oder Zerfall und Vegetation, irgendwas ist Natur, Krimskrams. Aber ihr werdet dafür auch belohnt. Wichtig ist nur, denkt dran, diejenigen von euch, die noch keine Möglichkeiten haben, du bist der Einzige bisher, der Möglichkeiten hat, der Möglichkeitsenergie hat, können davon nicht profitieren. Aber wenn ihr es für lustig haltet, dürft ihr die selbstverständlich jederzeit ausspielen. So. Damit befinden wir uns in der ersten Kampfrunde und in einer laufenden neuen Runde. Ich komme zu einem neuen Feature, was wir hier haben. Wir haben nämlich hier ein formschönes Konstrukt gebaut, wo wir Karten einblenden können. In dem Fall geht es um die sogenannten Dramakarten. Die Dramakarten ersetzen die Initiative-Sachen und so weiter aus anderen Spielen. Und zusätzlich haben sie noch einige andere Informationen drauf. Wir sehen hier nämlich, zum einen haben wir ein schickes Bild, das können wir momentan ignorieren. Den Teil hier neben können wir auch ignorieren. Aber wir haben hier unten diese zwei Zeilen. Da wird festgelegt, wer ist zuerst dran. In dem Fall sind das mit S die Schergen. Und danach erst die Helden. Aber die Schergen erleiden einen Rückschlag. Das heißt, da kommen noch Sondereffekte mit ins Spiel. Und außerdem gibt es sogenannte anerkannte Aktionen, mit denen ihr euch zusätzliche Schicksalskarten holen könnt. Das sind die hier. Zack, Schicksalskarten. Mit denen können die Spieler tolle Sachen machen. Diese Schicksalskarten könnt ihr dadurch bekommen, indem ihr erfolgreich eine dieser beiden, in diesem Fall ist es Einschüchtern und Manövrieren, anerkannten Aktionen durchführt. Das ist jetzt nicht in allen Fällen möglich. Also für euch zum Beispiel wäre das echt schwierig, den Mann da draußen einzuschüchtern. Und das würde euch keine zusätzliche Karte bringen, aber in deinem Fall würde das gehen. Aber der Scherge ist zuerst dran, der erleidet einen Rückschlag. Das heißt, der wird jetzt gerade von hinten, von irgendwas, einem Stück Treibholz oder sowas getroffen. Irgendwas, was übers Wasser gerade getrieben wurde. Das heißt, du siehst dann auch, dass es so ein umgekipptes kleines Tretboot ist, was ihm brumm, voll in den Rücken fährt und der geradewegs untergeht, gar nicht dazu kommt, überhaupt dich zu schlagen, sondern davon unter Wasser gedrückt wird und sich gerade noch so an dir festhält, festkrallt. Und du hast das Gefühl, dass diese Hand auch mehr oder weniger so erstarrt, also diese Faust krallt sich in deiner Kleidung fest oder was davon noch übrig ist und krallt sich da fest und... Das mache ich jetzt nicht. Nein, weil du anfängst, dir die Klamotten von Leib zu reißen, ist es soweit, ja. Sehr gut. Nochmal eine kurze Frage zum Aussehen von dem Schergen. Du meintest, dass das Gesicht irgendwie so sonnengegerbt war oder sowas. Das heißt, sieht der für mich jetzt noch menschlich aus? Ja, der sieht für dich sehr menschlich aus. Du hast wieder dieses Bild, was so wackelt und der nimmt für dich eigentlich so die richtige Position ein. Mhm. Ja, der ist normal. Der ist normal, ja. Der ist völlig normal. Er ist vielleicht ein bisschen arg wild, aber das kann ja mal mit einem durchgehen. Ja. Du kennst das schon von anderen, die nicht so beherrscht sind, sondern die sich so richtig mit Lanala, der Göttin, fallen lassen und richtig ihren Emotionen nachgehen. Und der geht gerade richtig seinen Emotionen nach. Also der dient der Göttin gerade in vollen Zügen. Ja, ja. Der ist halt voll panisch. Ja, okay. Ich würde versuchen, ihm eine Beruhigungsklatsche zu geben. Und mal, dass er halt... Beruhigungsklatsche. Das heißt, du versuchst, ihn nach oben zu ziehen und ihm eine mitzugeben. Ja, genau. Damit, also, ich schon bewusstlos. Ja, ich will ihn jetzt nicht umnieten, aber beruhig dich mal halt auf mit meiner Faust gesagt. Ja. Da wäre ich wahrscheinlich waffenlosen Kampf wählen. Das wäre bei mir dann eine 14. Eine 14? Yo! Fantastisch. Du zimmerst dem eine... Beruhig dich mal. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist tatsächlich gut genug. Du kriegst einen Bonuswürfel. Du darfst mal Schaden würfeln mit einem Bonuswürfel. Oh. Also 5, 6 und... Nee, einen nur. Sind 6. 6 plus wie viel machst du im waffenlosen Kampf? Ich mache im waffenlosen Kampf... Unten bei deinen Waffen? Meine Stärke, das sind 10. 10 plus die 6 sind 16. Okay, also du gibst ihm die typische Klatsche. Du hast gleich was zu tun. Erst, nachdem du ihn hochziehst,
frontal. Du hast es, also eins weißt du, wenn es gut funktioniert, ist es immer zwischen die Augen. Ja. Da ist es am schönsten. Du merkst auch, der hat so diese typischen, der hat so diese, diese Wulste dann da oben. Merkst du schon, dass der geht so ein Stück weit nach hinten, verdreht ein bisschen die Augen, aber ist noch nicht bewusstlos, also es hat noch nicht gewirkt. Okay. Aber es ist nicht schlimm, du kannst ihn dann mit der nächsten Welle und als das Boot auch dann wieder so versucht zurückzukommen, nochmal richtig schön BÄM mit dem Hinterkopf auch gegen dieses Boot hauen. Ja, dann ist es soweit. Wenn es läuft, glaube ich. Ja. Ja. Wer kann, der kann. Und der verdreht die Augen so da hinten und ja, jetzt kommt das Weiße in den Augen zum Vorschein. Besten so war das der, immer. Der ist beruhigt. Ja. Der wacht so schnell nicht wieder der auf. Der ist aktiv von dir beruhigt. Sehr gut. Man muss seinem Trieb nicht immer nachgeben. Nee. BÄM! Sehr schön. Schönes Bild, schöne Aktion. Doch, die ist cool genug. Oh, wow. Das war der erste Fang des Tages, könnte man sagen. Ja? Für die aktive Beruhigungsmaßnahme, ja, die Möglichkeit hast du dir verdient. Wir müssen ja unter uns kontrollieren. Ja. Ja. Du bist voll in Character, du bist direkt aufgegangen, ich merke das schon. Also für diejenigen von euch, die es nicht bemerkt haben, die Realität von diesem Charakter hat sich in das lebende Land verwandelt. Das heißt, er ist jetzt ein Teil dieses lebenden Landes. Und er folgt den Regeln des Lebenden. Wir sind eins. Sehr schön. Oh, der Chat fragt, was die Zahlen auf dem Aufsteller bedeuten. Vielleicht sollten wir das mal ganz kurz erklären, das ist schon richtig. Wir haben hier ein Spiel, in dem verschiedene Realitäten aufeinander prallen. Das heißt, wir haben gestartet in der Zentralerde und jetzt ist was passiert. Das lebende Land ist eingefallen. Wir haben ja hier den Tag 1, den wir spielen. Das, was ihr erlebt, gerade im Moment, ist wirklich der Beginn der Possibility Wars. Der Krieg um die Möglichkeiten unserer Welt. Und in New York ist das sogenannte lebende Land runtergekommen, buchstäblich aus dem Himmel gefallen und ist gerade dabei, sich über weite Teile von Nordamerika auszubreiten. So, was ihr hier seht, sind vier verschiedene Axiome. Das heißt, jede Realität hat vier verschiedene Axiome, die darstellen, was ist in dieser Realität überhaupt möglich. Da sehen wir zum einen Magie. Das ist hier drüben, da. Magie bedeutet, wie gut können magische Kräfte in dieser Realität wirken? Gibt es hier überhaupt Magie? Das lebende Land hat einen Magiewert von 1. Das heißt, es gibt hier faktisch keine Magie. Magie ist absolut, ist eigentlich unmöglich und wenn man die trotzdem wirken will, versucht sich das lebende Land dagegen zu wehren. Dann haben wir hier sozial. Sozial bedeutet, wie hoch sind die Möglichkeiten ausgeprägt, dass man sozial interagiert. Welche Form von Organisationen sind möglich? Ist Handel möglich oder sowas? Gibt es Geld zum Beispiel? Gibt es Verträge und solche Sachen? Das lebende Land ist mit 7 an dem Punkt, wo es gerade mal Stammesverbände wirklich erlaubt. Also das heißt, das höchste der Gefühle ist ein Häuptling. So. Höher als den Status Häuptling wird es eigentlich nicht. Und jegliche Form von, sagen wir mal, übertriebenem Nachdenken findet die Realität gar nicht cool, sondern versucht das auch aktiv zu unterbinden. Dann haben wir... Über uns in der Firma finden wir da ein. Dann haben wir Spirituelles. Das Spirituelle ist tatsächlich, gibt es hier Götter, gibt es Wunder, gibt es all diese Dinge. Mit 24 ist der spirituelle Wert des lebenden Landes gigantisch hoch. Also hier ist nicht die Frage, gibt es Götter? Nein, wir sind über den Punkt hinaus. Es gibt genau eine Göttin. Es gibt Lanala, die das Land selbst darstellt. Also Lanala ist die Welt auch gleichzeitig. Das ist dieses gesamte Land, das ganze drum und dran, ist eine empfundene lebende Entität. Und Wunderwirken ist mehr etwas, was dort gemacht wird, wie bei uns. Wenn du dein Handy benutzt, wirkst du da halt ein Wunder. So wird das da benutzt und jeder kann da eigentlich in irgendeiner Weise Wunder wirken und wenn es nur auf einem geringen Niveau ist dann dabei. Du hast mit Sicherheit auch einen Wert, der nennt sich Glaube. Das heißt, das ist ein Glaube an Lanala. Und als letztes haben wir dann noch Tech. Das ist die Technologie. Wie hoch ist die Technologie ausgeprägt? Mit 6, der Speer ist möglich. Die Idee, dass man eine Sehne an einen Stock binden könnte, um damit was abzuschießen. Lächerlich. Also Bögen sind hier schon tatsächlich etwas, was die Realität schon nicht sehen möchte. Das findet die schon ganz, ganz, ganz fürchterlich. Und jedes Mal, wenn irgendetwas benutzt wird, was diesen Bereich verlässt, versucht die Realität, sich dagegen zu wehren. Wie das dann funktioniert, erkläre ich vor allen Dingen, wenn irgendeiner unserer Kollegen hier eine 1 würfelt, dann hat die Realität nämlich zurückgeschlagen. So, darüber gibt es tatsächlich noch Weltgesetze, die sind unten drunter erklärt mit Leben und Wildnis, die erkläre ich, wenn es soweit ist. Das sind nochmal so Detailsachen. Ja. Okay, dann hoffe ich, haben wir das.
Gehen wir jetzt in die Aktionsebene. Du hast gerade aktive Beruhigungsmaßnahmen geleistet. In der Tat. Du hast gerade das Äquivalent zu ärztlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen gesehen. Im lebenden Land. Mhm. Wie möchtest du agieren? Ja, ich versuche ja immer noch den armen über Bord gegangenen Mann irgendwie wieder an Bord zu befördern, mhm, mit Hilfe des Rettungsrings, an dem ja... An dem Rettungsring hängt er halt nicht. Also du hast den Rettungsring rausgeworfen, der hat versucht danach zu greifen, mhm, aber du hast auch dann festgestellt, es sieht fast so aus, als könnte der nicht schwimmen. Also gut, ich entledige mich meines Jacketts und springe auch über Bord. Ich war im Schwimmteam in Cambridge. Das ist gerade der Moment, als der untergeht, mhm, als du über Bord springst. Ja. Dem Rettungsring entgegen. Du bist dir nicht sicher, ob du dich gerade mehr auf den Rettungsring oder auf den Untergehenden konzentrierst. Ja. Und du springst mit dem Gedanken an Cambridge. Und als du an Cambridge, mhm, denkst, fährt was durch dein Hirn und du siehst so ganz... ganz verschwommen irgendwie ein Bild deiner Welt. Und du merkst, dass du etwas gegriffen hast. Also mental hast du etwas festgehalten. Mhm. Cambridge repräsentiert mehr. Und das, was du gerade tust, repräsentiert mehr. Weil es repräsentiert das, was Menschen füreinander tun. Du darfst deinen Charakterbogen umdrehen. Du hast dich gerade aufgrund deiner selbstlosen Tat, mhm, egal ob du im Schwimmteam in Cambridge warst, ich habe nie gesagt, dass ich gut war. Ja. Hast du dich in einen... Also er war in meinem Pool. Ja. Das heißt es. Du hast dich in einen Storm Knight gerade verwandelt. Du bist aber weiterhin Teil der Zentralerde. Das heißt, mhm, du verwandelst dich nicht wie der Kollege hier. Das heißt, du bist noch Teil der Zentrale, du kannst all diese Dinge noch nutzen, aber irgendwas ist mit dir passiert. Du hast ein ganz anderes Selbstvertrauen, ja, und du merkst auch, dass dir ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung, mhm, stehen. Ich verstehe. So, und du darfst jetzt tatsächlich auch mal auf Stärke würfeln. Auf Stärke. Ich würde besser gut würfeln, weil das Wasser ist echt fies. Ja, ist doch wie immer. Hm? Ja, ich glaube, ich brauche dann auch gleich noch eine deiner Möglichkeiten. Na, ist mindestens eine 10. Mindestens 10, also 10. 21. Ja. Ja, wird nicht mehr. Auf wie viel kommst du? Das ist viel. Bitte? 10 und 17. 17. Oh. Nee, das ist mindestens eine 10. Was hast du vorgewürfelt? Eine 11, 21. Das ist 21, das ist hier drüben. Plus 8. Und jetzt so machst du die plus 21. Okay. Das ist ordentlich. Wie viel hast du? 7 und 8. 15. 15. Oh Gott. Yo. Du. Ja. Schwimmtraining. Ja, jetzt das Schwimmtraining. Gott. Einfache Geschichte. Mhm. Du tauchst ins Wasser. Wie ein Pfeil. Und selbst unter dem harten Wellengang entlang, ohne Probleme, kommst du bis zu dem Ertrinkenden gerade. Mhm. Das heißt, du schaffst es selbst mit diesem Schwung, den du aufgenommen hast, noch unter der Wasseroberfläche so weit zu kommen, dass du ihn auf 2 Meter Tiefe packst und nach oben ziehst. Du wusstest gar nicht, wow, was du kannst. Nein. Ja. Ich dachte, ich wäre ein bisschen aus der Form. Du warst bei 15? Ja. Ja. Das heißt, du nimmst trotzdem 2 Punkte Schock, weil du, mhm, musst sehr lange die Luft anhalten. Das Wasser ist sehr schwergängig. Hier. Ah, zack. Das sind 2 Punkte Schock. Das ist nicht tragisch, aber du merkst halt, dass dir ein bisschen die Luft einfach wegbleibt. Du pustest aus ein bisschen Wasser, als du aus der Wasseroberfläche wieder rauskommst mit ihm im Griff, mhm, im Rettungsgriff. Und um dich herum die Wellen halt hochgehen. Und also es ist ein gerade schon sehr, sehr anstrengender Moment, aber du hast ihn. Du hast ihn. Sehr gut. Hätte ich nicht mitgerechnet, aber... Die Uni-Meisterschaft ist ja auch schon 3 Jahre her. Mindestens. Das war gerade vorgestern. Ja, ja. Was möchtest du tun? Das wahrscheinlich zappelnde Kind festhalten und dabei den Deckel aufmachen, gucken, ob da Kinderschwimmwesten drin sind. Es sind Schwimmwesten drin, es sind sogar mehrere Schwimmwesten drin. Es sind auch welche in Kindergröße dabei. Also dann erst das Kind. Ja, du ziehst dem Kind eine Schwimmweste an, das wehrt sich nach Kräften, aber am Ende des Tages ist das für dich keine Schwierigkeit. Ich reagiere da gar nicht weiter drauf, das kriege ich eh nicht beruhigt jetzt. Nee. Aber du musst ihm halt schon, musst schon ein bisschen physischer werden, um dem Kind jetzt diese Weste anzuziehen im Moment. Aber es versucht es dann auch nicht auszuziehen. Ja. Du, wenn du möchtest, kannst du dir auch selbst noch eine dann anziehen. Dann zieh ich mir danach meine an. Sehr schön. Okay, das heißt, du hast eine von diesen Rettungswesten an, was tatsächlich dir vielleicht nochmal
irgendwann anders zugute kommen könnt. Das werden wir mal sehen. Schauen wir mal. Ich will ja nichts in den Raum stellen. Aber weiß es. Sehr schön. Gut, das heißt, du hast die Schwimmweste an, du hast das Kind, was in dem Moment, wo du dir deine Schwimmweste anziehst, aber auch dann losreißt und wieder nach vorne rennt. Der Herr. Du hast eben schon agiert? Was machst du? Du siehst, wie dein Vater... Ich habe natürlich Riesenangst um meinen Vater. Ja. Ich sage natürlich nie, dass ich liebe, aber ich liebe ihn. Ohne ihn geht es einfach nicht. Ich suche ein Seil, wenn da irgendwo ein Seil wäre. Oder du schaust dich um. Ja. Guckst mal, wo ist hier ein Seil, wo könnte hier was sein. Als du die Kapitänin siehst, die liegt hier vor der Brücke auf dem Boden und siehst an der Wand so einen leichten Blutfleck und auch am Boden ist so ein bisschen Blut, das so sich um den Kopf ausgebreitet hat. Das sieht gar nicht so. Du hast die mahnende Stimme von deinem Vater im Kopf. Sohn, wenn du jemanden in Not siehst, dann musst du ihm immer helfen. Das ist der erste Part für meinen Einsatz gewesen. Das hatte ich dir damals gesagt. Deswegen riechst du auch Jack Wolfskin. Ich renne los, möchte natürlich erstmal meinem Vater helfen, sehe aber die Frau und versuche ihr erstmal meine Jacke unter den Kopf zu legen und zu schauen, wie sie geht, was da los ist. Ja, oder? Ja, doch, das ist genau dein Ding. Du darfst mal, wenn du das möchtest, auf Erste Hilfe würfeln. Okay. Oh. Wenn du das nicht hast, wovon ich nicht ausgehe, dann darfst du mal auf Verstand würfeln. Den hab ich. Ja. Hab ich, dann da. Ah, du. Also 8. Ja, das ist 4 wäre es, glaube ich. 4. Ja. Entschuldige, eine Frage. Karten kann er theoretisch einsetzen? Er kann Karten einsetzen, guck doch mal, ob du vielleicht was hast. Diese Schicksalskarten, um das ganz kurz zu erklären, das sind, davon haben die Spieler welche, die können sie einsetzen. Im Kampf ist das ein bisschen anders, aber außerhalb des Kampfes und alle bis auf Philipp befinden sich momentan noch außerhalb des Kampfes, kann man das von der Hand machen, ansonsten muss man die in seinen Vorrat erst spielen, aber dann kommen wir da gleich zu. Ich dürfte noch einmal würfeln. Du darfst noch mal würfeln? Ja. Oh, du versuchst deine zweite Chance geltend zu machen. Du hast auch das doofe Gefühl, dass das, was du da gerade tust, irgendwie nicht richtig ist. Ob Kopf hochheben, wenn das anfängt zu knirschen, wirklich gut ist. Was hat Papa nochmal gesagt? Wie was war das Fernsehen? Mal? Kopf drehen, heben. Ich würfel mal. Oh. Wow, gut. Was ist das? 15. 15 als Ergebnis, als Gesamtergebnis. Beeindruckend. So, ganz kurz, mir wurde mitgeteilt, wir sollen ganz kurz erklären, wie das Würfeln funktioniert. Machen wir das mal ganz schnell. Es ist ein bisschen anders als bei anderen Würfelsystemen, aber es ist unter dem Strich, wenn man sich dran gewöhnt hat, tatsächlich extrem schnell. Wir haben einen 20-seitigen Würfel, der wird gewürfelt und dann lesen wir an einer sogenannten Bonustabelle ab, welche Veränderungen das auf unseren Wert ergibt. Also nehmen wir mal den Charakter von Philipp, der... Ja, das Bild da repräsentiert die weibliche Version dieses Charakters. Das ist die Original. So, nehmen wir aber das einfach mal als Beispiel. Philipp, zahl doch nochmal deinen Charakter ins Bild. Zeig einfach mal die andere Seite. Zeig uns mal die andere. Auch mit oben. Dann sehen wir das nämlich. Also das heißt, ihr seht oben einen Wert. Nehmen wir mal an, Philipp würde jetzt auf Nahkampfwaffen würfeln wollen. Das geht auf seine Geschicklichkeit. Da hat er einen Bonus von +1. Das heißt, er hat am Ende einen Wert von 10. Dann würfelt er, nehmen wir mal an, er würde jetzt eine 12 würfeln. Dann würde er unten auf der Tabelle nachgucken, was das bedeutet. Und 12 wäre plus minus 0. Das heißt, er hat im Endeffekt ein Ergebnis von 10. Wenn er eine 10 oder eine 20 würfelt, darf er weiter würfeln. Das heißt, das wird dann entsprechend drauf addiert. Also das heißt, damit kann man relativ intensive, große Würfelwürfe abdecken, ohne dass man da, wie bei anderen Spielen, dann gerne das Problem hat, dass das sofort die Skala verlässt, weil wir über diese Bonustabelle tatsächlich die Ergebnisse dann auf einen Maß bekommen, sodass das von der gesamten Rechnerei her funktioniert und dass es auch von den Wahrscheinlichkeiten her alles noch funktioniert. Das heißt, wenn der Philipp hier zum Beispiel jetzt eine 15 würfeln würde, dann würde aus der 10, weil es ein Bonus von +2 ist, dann eine 12 würfeln werden. Und das wird dann entsprechend mit den Notwendigkeiten verglichen. Wenn man im Kampf oder auch außerhalb des Kampfes wenn man über 5 über das Ergebnis kommt, was man eigentlich braucht, dann ist es ein guter Erfolg. Dann kriegt man im Kampf einen Bonuswürfel. Dann kommen diese 6-seitigen Würfel ins Spiel, die dann den Schaden erhöhen. Oder für andere Ergebnisse bedeutet das, dass man einen höheren Bonus erzielt hat, dass man zum Beispiel mehr Wunden heilt, wenn man Erste Hilfe anwendet oder sowas. Und wenn man auf 10 mehr kommt als das, was man gebraucht hat, dann ist es ein hervorragender Erfolg, dann passieren ganz außergewöhnlich tolle Sachen.
wichtigen Charakterbogen noch gerade mal aufs Schiff. Ich kann einfach einen anderen auflegen. Ich habe hier noch einen Charakter, den niemand haben wollte. Ja. Nämlich die Officer Isabel Reyes. So. Hier dran könnt ihr es dann tatsächlich sehen. Hier, der hat dieselbe Geschichte. Nahkampfwaffen plus 1. Das heißt, sie hat eine höhere Geschicklichkeit und kommt sie auf einen Wert von 11. Und hier unten haben wir die Bonustabelle, wo abgelesen wird, wie dieser Wert verändert wird, je nachdem, was man würfelt. Gut. Ich hoffe, das ist soweit klar. Ansonsten, wenn es noch Fragen gibt, erklären wir es gerne natürlich gleich nochmal. So. Aber viel wichtiger, als wie man das genau würfelt, ist ja, was passiert. Ja, genau. Du überlegst, nein, das sollte ich jetzt nicht tun. Und irgendwie erinnerst du dich an Dinge, die dein Vater dir gesagt hat. Und du legst sie auf eine stabile Seitenlage, schaust nach, stellst fest, so ja, sie hat wohl eine Platzwunde, aber bist dir auch sehr sicher, okay, es ist nichts Schlimmeres. Woher das genau weißt, bist du dir gar nicht sicher. Ja. Vielleicht haben die Crazy Anatomy-Folgen, die du immer mit deiner Mutter gucken musst, doch was gebracht. Ne? Danke, Mama, genau. Da war was. Und du findest dann tatsächlich in deiner Tasche auch noch eine Packung mit Taschentüchern, die du dann auch benutzen kannst, um entsprechend die Blutung nicht abzubinden, aber halt entsprechend ein bisschen zu stillen. Du drückst es auch feste drauf, weil du auch dann weißt, so von wegen mit ein bisschen Druck und so. Und das dauert so ein, zwei Herzschläge, dann hörst du auch unter deinen Maßnahmen sie so... Aber es sieht gut aus. Okay. Das sieht gut aus, wie der Kapitän lebt. Okay. Ja, damit sind wir dann auch schon in der nächsten Runde. Es ist aktuell kein Kampf mehr. Von daher, du... Das hast du erledigt. Du kommst zurückgeschwommen, ja, was auch kein Problem darstellt. Mit ihm im Schlepptau. Du siehst halt nur auch... Ja. Du kannst das Kind aufhalten, was sich halb über die Reling nach vorne beugt. Das heißt, du musst sie auch festhalten, ansonsten läuft dir auch in Gefahr, dass er runterspringt. Während der hier zurückgebracht wird. Anlegt. Genau, eigentlich, ja. Hier vorne. Zack. Du kommst auch hier zurück. Du kannst aber deinem Vater dann auch ohne Probleme einen Rettungsreling runterlassen, kannst das Seil, der da dran befestigt, ist ja nicht nur der Ring. Es hat sich auch ein Seil dran, interessanterweise. Das ist der Ring, halt einfach weg. Kannst du so weit festhalten, musst das aber noch ein bisschen irgendwo drum wickeln. Aber dein Vater zieht sich an dem Seil tatsächlich selbst hoch mit dem anderen Mann. Halt gut fest, Wade. Aber also ich erkenne ihn schon noch als meinen Sohn. Ja, okay. Du erkennst ihn als deinen Sohn. Du hast momentan zwei Erinnerungen in deinem Kopf. Die eine ist das, was du erlebt hast, als du noch Teil der Zentralerde warst. Mhm. Und das wird jetzt aber langsam, aber sicher irgendwie überlagert. Du merkst auch richtig, wie das so peu à peu passiert. Also momentan kannst du dich da noch sehr an alles erinnern. Aber du merkst, wie das langsam überlagert wird von irgendwas wie, nee, ihr wart da zusammen in dieser Hütte. Ja, yeah, und klar, der hat früher immer die kleinen süßen Baströckchen getragen, so wie das alle da tun in dem Alter. So und so. Ja, der war da in der Stammeskrabbelgruppe. Ja. oder war der irgendwie im Kindergarten? Was ist ein Kindergarten? Also das heißt, Erinnerungen fangen so an, ineinander überzugehen und werden ersetzt durch etwas, was zu dem passt, was aber in deiner Realität passieren wird. Er ist dein Sohn. Er ist mein Sohn. Er ist dein Sohn. Halt gut fest. Und ich... Papa, komm! Halt doch fest und mach ich doch alles. Und ja. Sehr schön. Gut. Du kommst auch am Schiff an, stellst aber halt fest, dass da momentan nicht viel ist, wo du eben dran dich hochziehen kannst. Hilfe! Ich könnte eine helfende Hand brauchen hier. Ich höre das ein Stockwerk höher, mit dem Kind im Arm. Ja. Ich renne so schnell wie es geht die Treppe runter. Die einzigen, die hier den normalen Weg benutzen, um nach unten zu kommen. Treppen. Wer benutzt schon Treppen? Du kommst die Treppen auch wieder runter. Ja. Überhaupt keine Schwierigkeit. Hier, als du durchläufst, siehst du diese Businessfrau, die völlig weggetreten und zusammengekauert sich festhält an einem dieser Sitze. Die scheint sich da so weit in die Ecke gedrückt zu haben, der ist nichts passiert. Die sieht auch nicht verletzt aus oder irgendwie sowas. Aber die steht so unter Schock, dass...
Schade, der wollte ich gerade das Kind in den Arm drücken. Hat nicht so... Ich probier's mal. Halten Sie das Kind fest! Klarer Befehl. Ja, dann würfel doch einfach mal bitte auf Einschüchtern. Auf Einschüchtern? Ja. Scheiße, ja. Ich wollte dich jetzt ja... Nimm es. Das ist aber jetzt bösartig von dir. Man könnte es auch als Überreden sehen. Nein! Könnten Sie bitte vielleicht unter Umständen, das wäre total nett. Halt fest! Schauen Sie, das ist besser. Das ist doch gut. 16, also 16 ist plus 3 und wir haben Einschüchtern 8, naja 11. Eine solide 11. Also sie guckt das Kind nicht an, sondern nur dich. Sehr gut. Und das sie Kind hängt wirklich, also wird so festgehalten, schreit dabei weiter und sie reagiert nicht mal darauf. Super. Das hält nur das Kind fest. Perfekt, so muss das sein. Und dann renne ich weiter. Ja, das heißt, du ziehst, kommst vorne an, kannst dabei helfen, dass die beiden auch an Bord gezogen werden. Nachdem ihr alle an Bord seid, hier mit dem Ohnmächtigen, habt ihr zum ersten Mal auch die Gelegenheit, euch anzugucken, was ist denn hier überhaupt ansonsten in der Umgebung passiert. Ja. Der Mann, den du hast, ist auch ohnmächtig. Ja. Du stellst allerdings fest, dass er nicht lebensgefährlich verletzt ist. Der hat Wasser geschluckt, definitiv. Aber der ist jetzt nicht kurz davor, irgendwie zu sterben, aber der ist ausgenockt. Und das wird auch einen Moment dauern, bis der wieder halbwegs fit ist. Also der stöhnt ab und an mal, ist am Leben, aber das war kurz vor knapp. Um euch herum hat sich die Welt verändert, als ihr wieder nach draußen blickt. Ihr seht, dass das, was ihr mal kennengelernt habt, also die Skyline, hat sich komplett verändert. Es sieht inzwischen so aus, als wären vielen von den Gebäuden irgendwie was hochgewachsen, als wären die teilweise eingestürzt. Und manchen sehen aus, als wären es Ruinen, so wie ihr die aus so Filmen kennt, so Weltuntergangsszenarien, wo teilweise so einzelne Stockwerke so halb rausschauen, wo der Rest der Fassade weggebrochen ist. Die sehen alle aus, als würden die hier schon seit mehreren Jahren völlig ungeschützt vor sich hin verrotten. Mhm. Und zwischen in den Straßen seht ihr zum Teil eben wirklich grün. Mhm. Irgendwelche Dinge, Pflanzen, Bewuchs, irgendwas. Und auch diese schöne Uferlinie sieht inzwischen eher so aus, als wäre die Teil von einem, als wäre die am Amazonas. Mhm. Also das heißt, es ist nicht so, wie ihr das kennt, so alles so schön aufgeräumt und klar, wie sich das gehört, sondern nee, da sind teilweise so kleine Landzungen, die reingehen, so einzelne Flecken von Vegetation, vielleicht irgendwie Schilf oder sowas, was da mit reinwächst. Also es macht einen sehr, sehr, sehr seltsamen Eindruck auf euch. Und du bist es, der gerade hochguckt, nochmal Richtung dieses monolithischen Pflanzenwuchs-Dings, was da aus dem Himmel runtergefallen ist. Und du siehst, dass es sieht so aus, als würden sich an diesen Ranken würden sich Dinge runterbewegen. Im ersten Moment denkst du, da klettern Sachen runter, bis du aber feststellst, dass da Sachen dran runterlaufen, also auf diesen Ranken laufen. Aber eigentlich für dich falsch entgegen der Schwerkraft, weil die müssten fallen. Ja, weil die laufen so einen Winkel nach unten, aber die sehen aus, als würden sie da ganz normal runterlaufen. Du kannst es nicht genauer erkennen, weil es so weit weg ist, aber es sind irgendwelche Gestalten, die sich da drauf bewegen. Was du auch siehst, ist, dass also aus dieser Wolke raus, fallen auch irgendwelche Gestalten, die du erst für Segelflieger hältst. Oder kleine Flugzeuge. Bis du merkst, dass die irgendwie mit den Flügeln schlagen. Und das sind aber wirklich etliche, die da rausfallen. Und es sieht aus, als würden die sich über die ganze Umgebung jetzt gerade verteilen. Du siehst, dass auch mehrere andere Boote, die auf dem auch unterwegs waren, dass die auch betroffen sind, unterschiedlich. Du siehst gerade in einiger Entfernung ein Schiff, was aussieht, es sieht aus wie ein uralter Kahn, dem gerade so an der Seite so ein Stück vom Rumpf einfach wegbricht. Als wäre der wegverrottet. So. Und gerade in dem Moment fängt er an und sinkt. Und als du dich umsiehst, merkst du auch, dass du hattest gar nicht den Eindruck, dass das Ding so runtergekommen war, als ihr das Schiff betreten habt. Das ist doch immer der Moment, wo man dann aufwacht. Ich greife mich mal an.
Und ich sollte mehr schlafen. Das ist die Arbeit. Da bemerkst du, dass einige von diesen fliegenden Kreaturen auch so aussehen, als würden sie in eure Richtung fliegen. Ein paar von denen wenden sich anderen Schiffen zu, die da unterwegs sind. Aber zwei von denen scheinen direkt auf euch zuzuhalten. Was ist das? Was ist was, Madame? Ich weiß wahrscheinlich, was es ist. Entschuldigung. Ihr seid noch hier vorne, also ihr seid entsprechend hier hinten. Noch habt ihr euch nicht zusammengefunden. Mhm. Du hast das Kind gerade mitgenommen. Achso, Entschuldigung. Das Kind bleibt hier. Das kind bleibt hier. Ist mit der Frau ja, mit zusammen der Frau. Ein. Jetzt. Eins. Was kommt denn da auf? Was ist das? Was du siehst, sind irgendwelche. Ja, es könnten große Vögel sein. So, aber Dinosaurier-mäßig. Du kannst die Größe nicht richtig abschätzen, weil dazu fehlen dir einfach ein bisschen die Erfahrungswerte, was sowas irgendwie ansatzweise sein könnte. Du bemerkst es dann erst, als die wirklich näher kommen. Und dann siehst du, dass es aussieht wie große so Flugsaurier. Flugsaurier, aber es sieht aus, als würde irgendwas auf deren Rücken sitzen und würde die reiten. Ich sag ganz leise so, Achtung, Fragezeichen. Nehme ich das auch wahr? Als sie kurz davor sind, euch zu erreichen, also vielleicht noch so 300 Meter weg sind, und das ist nicht viel, weil die sind echt flott, drehst du dich um und oh, das sind Lakten. Diese Mistviecher. Ja, das sind Lakten. Lakten sind Flugsaurier, die von den Edenos, das sind die Echsenmenschen, die die im lebenden Land die dominante Spezies darstellen und dieses Land beherrschen, gezüchtet werden und wie Pferde eigentlich benutzt werden. Was immer genau Pferde sind. Du weißt schon, was ich meine. Diese Mistviecher da oben. Gleich gibt's Ärger. Ich bin noch gar nicht da. Doch, der ist auch hier. Ich bin schon hier. Nee, ich stehe bei dir. Ihr seid ja beieinander. Ich bin auch seid beieinander. Ich bin auch schockiert von dir. Warum siehst du aus wie Conan? Aber wie soll ich denn sonst aussehen? Conan, der Papa. Sehr schön. Ja, den Titel hast du jetzt weg. Oh Gott, warum arme ich die ganze Zeit und weil ich auch Angst habe. Und, Papa, ja, schön. Was sagst du? Was ist das? Warum siehst du so gut aus? Sohn. Das ist vielleicht genau die richtige Prüfung für dich. Warum redest du jetzt kurz bevor du da bereit bist, deinen Aufstieg zum vollwertigen Stammesmitglied? Warum redest du wie ein Mann? Wow, redest du eigentlich wie ein Mann, Alter? Wie soll ich denn sonst reden? Ja, so wie immer. Bewaffne dich jetzt. Bewaffnen? Ja, also. Wir kämpfen jetzt. Natürlich. Das sind Lakten. Hast du es nicht? Ich weiß nicht, was es ist, aber... Hast du auf meine Achtung reagiert? Ja, natürlich. Ich nehme meinen Schläger in die Hand. Also meinen Eishockey-Schläger. Genau, nimm deinen Speer. Wo hast du die Spitze von deinem Speer hingetan? Papa. Sehr schön. Ja, gut. Immer also, was wollt ihr machen? Momentan bist du der Einzige, der tatsächlich sowas wie eine Waffe hat. Ja. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen fassungslos. Ja. Überlege, also wie gesagt, sagst du leise Achtung und überlege, es wäre jetzt wirklich der richtige Moment aufzuwachen, merke, das passiert nicht und denke mir, Deckung? Ja. Oder auf den Boden legen oder irgendwas tun, dass dieser Flugsaurier nicht in mich reinsemmelt. Ich bin, also ich habe auch auf das Achtung reagiert, schaue in die Richtung und starre völlig fasziniert dahin und überlege im Kopf, wie lange diese Dinger eigentlich tot sein müssten. Ja, so knapp 60 Millionen Jahre. Ja, und dass das eigentlich nicht geht. Dass das nicht geht und bin dadurch, glaube ich, relativ erstarrt und fasziniert. Mhm. Sehr schön, ihr seid eine tolle Truppe. Mhm. Und du nimmst Deckung. Du beschützt dabei aus Versehen den Mann am Boden, aber das liegt nur daran, dass er aus Versehen da liegt. Denken Sie nicht, dass das der falsche Zeitpunkt ist. Der ist ohnmächtig. Du hast deinen Hockeyschläger. Er kann es also noch nicht mal genießen. Ich wollte tatsächlich fragen, ist dieser Kutter vielleicht auch schon mit Vegetation überzogen? Oh nee. Meine Überlegung war, ob ich mir vielleicht irgendwo tatsächlich einfach eine Ast oder sowas abreißen kann, weil ich meine... Nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Wenn du möchtest, nur wenn du möchtest, darfst du tatsächlich mal auf Finden würfeln. Ja. Herrlich.
Vielleicht findest du ja was Gebrauchbares. Ah, sieht eher schlecht aus. Nee, das wäre eine 6. Eine 6? Doch, du findest was. Als du nämlich an die eine Reling gehst und an der ruckelst, merkst du, dass die schon fast nachgibt. Knirsch, knirsch, knirsch! So, das ist aber tatsächlich in dem Fall eine Holzplanke, die du hast. Also aber insofern, Glück ist genau das, was du eigentlich irgendwie ein Stück weit wolltest. Was soll sie auch sonst sein? Ja, ja, eben. Also, klar, Gestein. Ja, Stein. Was, was macht ihr überhaupt auf dem Wasser? Ja, genau. Aber du hast diese, das ist mehr oder weniger eine Latte. Ja, genau, okay, also, aber ja. Das ist eine große Latte, die du da hast. Ja. Wir können das noch mal ein paar Mal wiederholen. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, es ist ein Vierkantholz. Ein Vierkantholz, genau. Ja, damit das hier nicht ewig so geht. Also das zählt als improvisierte Keule. Damit kannst du Stärke plus 2 Schaden anrichten. Nice. Aber du hast das Problem, wenn du nicht triffst, schwingst du so sehr mit dem Ding mit, weil das halt unförmig und eigentlich nicht dafür geeignet ist, damit Leute zu verprügeln, dass du danach als verwundbar zählst. Okay. Vierkantholz. Sehr schön. Gut. Stärke plus 2 war es. Stärke plus 2, genau. Geht dann natürlich auf Nahkampfwaffen. Das heißt, du hast dein Holz. So. Ja. Der erste Lakten erreicht euch dann auch und wir befinden uns jetzt tatsächlich in einem Kampf. Yay. Jawohl. So, du darfst, weil du eine Sonderfähigkeit besitzt, einen Vorzug besitzt, darfst du schon eine deiner Karten in deinen Vorrat spielen. Ja, und ich nehme die Unterstützung. Die Unterstützungskarte. Das ist immer schön, damit kann man andere Leute unterstützen. Und ich glaube, wenn diese Gruppe etwas braucht, dann Hilfe. Ja. Egal aus welcher Richtung. Und das heißt, egal, liegt es in meinem Vorratspool und kannst du kannst jederzeit einsetzen. Ach, sehr gut. Ganz genau. Sehr gut. So, was haben wir denn? Wir haben eine Standardszene. Und das bedeutet, dass trotz all dem die Schergen wieder beginnen. Was eigentlich eher so ist, dass meistens die Helden beginnen, aber in diesem Fall ist es anders. Die Schergen beginnen, aber die zählen als angeschlagen. Das heißt, sie haben minus 2 diese Runde auf alle ihre Aktionen. Was euch natürlich sehr entgegenkommt, liegt einfach daran, dass die jetzt gerade erst den Flug hinter sich haben und sich noch im sehen. Anflug befinden und ja, und euch beide sehen und völlig verwirrt sind von der Situation. Danach seid ihr dran, ihr habt keine Vorteile, keine Nachteile. Manövrieren und verspotten sind die Aktionen für diese Runde. Ach, für verspotten ist noch ein bisschen früh. Kommt doch, die werden doch nicht. Sehr schön. Okay, so, dann haben wir hier auch diese Lacken. Ich stelle das mal hier vorne hin. Da seht ihr die Werte von denen, weil bei Talk wird das nicht geheim gehalten oder so. Das ist in dem Fall die englische Karte, weil ich leider die deutsche, die stammt aus dem Living Dance Set, die habe ich noch nicht. Hier stehen die Werte drauf, die ihr braucht, um die wahlweise einzuschüchtern, auszumanövrieren, zu verspotten oder auszutricksen. Und hier stehen die Verteidigungswerte und wie viel Robustheit sie haben. Das heißt, da könnt ihr auch direkt ablesen, habt ihr sie getroffen, habt ihr sie nicht getroffen. Wenn ihr eine Brille aufhabt. Okay, okay, ihr habt gewonnen. Ich werfe euch mal die Karte runter. Ja, lass uns einfach mal rumgehen. Ja. Genau. Dann könnt ihr euch das entsprechend ansehen. Dann müsst ihr nicht dort den Papa fragen. Also den Conan. Ja, mein Papa. Jetzt auf einmal. Aber das sehr ist das, was schön. Ich immer wollte. Ja. Schau so, das ist ein Lack. Das ist ja hässlich. Ich habe auch nichts als Verachtung für sie übrig. Warum redest du so komisch? Weil wir uns in einem Kampf befinden. Behaltet die doch einfach, ich kenne meine Werte. Achso, ja, ich dachte, ich hatte als Idee, dass wir die vielleicht da oben in der Achso, ja. Wir haben nicht noch ein bisschen Platz neben der Karte und dann sehen die Leute das Sag, vielleicht. Du kannst so. Momentan brauchen wir es ja gar nicht. Ja. Das Oberdeck ist ja leer. Ja. Ja, das da landet gerade ein Lakten. Mit seinem Medeinos auf dem Rücken. Gut. Also, das bedeutet, die sind dran. Der erste Lakten fliegt an. Und versucht gerade so euch beide anzugreifen. Und er versucht als erstes dich anzugreifen. Okay. Wir fallen nur dumme Sprüche ein, sorry. So, da habe ich eine 9. Da komme ich auf minus 1. Was ist denn deine Verteidigung mit deiner Nahkampfwaffe? 12. 12? Okay, der kommt gerade auf 11. Das heißt, er ist wirklich... Also minus 2 noch, kommt er nur auf 9. Das heißt, er... schrammt an der Reling entlang mit den Klauen und trifft nicht. Also trifft die Reling, aber nicht dich. Du hast ihn also mit dem Hockeyschläger wirklich auf Abstand gehalten. Erinner dich an ein Training. An welches Training? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, der
Der Bestienreiter auf seinem Rücken agiert aktuell noch nicht, weil er erstmal den Lacken dahin manövriert hat. Mhm. So, und der zweite swoopt da rein und versucht, du bist der Einzige, der noch steht, dich anzugreifen. Das tut mir jetzt leid. Heieieiei. Ich komme auf ein Gesamtergebnis von 10. Und du brauchst von mir die... Waffenlose Kampfverteidigung. Ganz rechts. Ja. 7. 7? Ja, okay. Das ist immerhin nicht so, dass ich einen zusätzlichen Bonuswürfel auf Schaden bekomme, aber er trifft dich. Aua. Und er verursacht mal 14 Punkte Schaden. Was ist denn deine Robustheit? Meine Robustheit ist 7. 7. Das würde jetzt bedeuten, dass du eine Wunde erleidest und 2 Schock. Also, um das zu sagen, es gibt hier 2 Sorten Schaden. Schockschaden ist nicht so tragisch, das sind nur leichte Verletzungen, sind Schrammen und sowas. Das ist erstmal nicht schlimm, außer man hat so viel, wie man Schockwert hat, dann wird man nämlich ohnmächtig. Das sollte man dann schon verhindern. Aber Wunden sind wirklich schlimm. Das sind tiefe Verletzungen, das blutet dann auch und damit kriegt man dann noch Abzüge für den Rest. So, dann kommen wir zu einer neuen Regel, die du einsetzen kannst. Nämlich, du kannst versuchen, diesen Schaden wegzustecken. Du bist ja mehr als nur ein normaler Mensch. Normale Menschen können das nicht. Aber ihr mit eurer Möglichkeitsenergie, ihr könnt das. Dann musst du dafür eine Möglichkeit opfern. Das werde ich tun, weil ich glaube, eine Wunde möchte ich nicht haben. Und darfst jetzt würfeln auf deinen Wert in Realität. Oh, wo ist denn der? Der ist links bei den Sonstigen. Ja, bei Sonstiges. Ah, okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Eine 16. Wäre insgesamt 13. 13, ja. Das reicht. Damit hast du tatsächlich den kompletten Schaden weggesteckt. Das heißt, du siehst, wie dieser Lacken auf dich zufliegt und gerade dabei ist, dich mit seinen beiden vorderen Krallenfüßen so zu packen, als du wieder dieses vor deinem inneren Auge diese Blitze wahrnimmst und gerade noch so diesen Schritt zurück machst und merkst, wie du dich aus dem, wie du wohl die ganze Zeit einfach diese 30 Zentimeter weiter rechts standest. Mhm. Und gerade so den Flügel noch an dir vorbeizischen siehst und oh Gott, Alter, wenn er dich getroffen hätte. Das war knapp. So aus in der Art, denke ich mir, von unten guckt er auch rein, wenn er dich getroffen hätte. Wenn der dich mal getroffen hätte. So, damit seid ihr dran. Ihr dürft agieren. Wer will was tun? Hier, der Professor. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal versuchen, in Deckung zu gehen. Was genau heißt? Du gehst einfach nach rein, nach innen, also unter die... Du musst halt, du bist hier momentan ja komplett außen. Das heißt, du musst hier drunter da durch eine der nicht mehr vorhandenen Glastüren. Ja, genau. Ich würde mich zurückziehen in Deckung, damit ich mal ein bisschen geschützter bin, um mich dann irgendwie doch auch mal vielleicht mit irgendwas zu bewaffnen oder... Würfel doch mal auf Finden. Du kannst ja dann einfach mal weggehen. Ist ja nicht schlimm, die Ärztin kümmert sich ja da gerade um... Aufteilung. Wobei gar nicht so. 11. 11? 11 ist gar nicht mal schlecht. Ja. Das heißt, du findest tatsächlich einen behelfsmäßigen Speer. Also das heißt, du hast eine von diesen Stangen, mit denen man dann auch Seile und sowas dann eben reinholt. Das Ding ist tatsächlich eigentlich gar nicht mal schlecht gebaut. Den könntest du auch nehmen, um wahlweise zuzustechen oder, wenn du willst, auch zu werfen. Der verursacht Stärke plus 2 Schaden. Hat nicht die Nachteile von deinem Vierkantholz. Und du könntest ihn theoretisch auch mittels Projektilwaffen werfen. Gib diese Waffe her. Hättest du mal besser geguckt. So. Tja. Was macht denn der Arzt? Die Ärztin. Die Ärztin. Die eine Sanitäterin ist. Die Sanitäterin. Wollen hier korrekt bleiben. Das hast du auch Spitzfindigkeit? Ja, habe ich nicht. Das ist ein Talent. Ich stecke meinen Kopf gerade so. Ich gucke, wo du liegst. Du liegst auf diesem Vorbau an dem Schiff. Auf dem drauf, der ist ohnmächtig. Und guck, wo das Viech ist. Das macht gerade so. Macht gerade eine Kurve? Kurve. Es und ist, kommt zurück. Shit. Ja. Schlecht. Der Pfeil, der da unten dran ist, den ihr vielleicht seht, die Kollegen nicht. Der richtet sich schon ganz richtig aus. Ja, check. liegt hier irgendwas rum? Ist hier irgendwas Nutzbringendes neben mir? Irgendwas? Würfel doch bitte mal auf Finden. Unter dir. Oh, was zu fressen! Du schreibst und legst hier drüber. Nimm ihn, nicht mich. So kriege ich nie Möglichkeitsenergie, wenn ich das tue. -4. Uiuiui.
Da ist wohl nichts. Nee. Da ist aber auch einfach nichts. Punkt. Da ist, ja, okay. Da das ist hilft einfach gar nichts. Beziehungsweise doch da! Du hast was gefunden. Der muss hier vorne durch das Fenster durchgeflogen sein. Ein Metz-Wackeldackel. Nein. Super. Verdammt, das schwärmt mir nach dem Vieh. Sehr schön, das war die Runde. Toll. Bin ich in der Lage, dem Lachsen bei uns eins auf die... Ja, auf der also wenn der da vorbeikommt. Ja. Ich mache das, was ich sehr gut kann. Ja. Schnapp meinen Vierkantholz und trümmerst ihm eine. Tut mir leid, ich bin Laktese-intolerant. Oh, oh mein Gott. Oh, oh mein oh Gott. Ich konnte dich überstehen. Ja, ich weiß. Kennst du das, Steff? Ja, ich kenne das. Der hat jetzt ganz lange, oder? Der hat, saß die ganze Zeit hier und ich so... Ja, der musste einfach raus. Ja, bitte, hier so bitte, ja, das ist, da kriege ich die Strafe sofort. So, zack. 5 war das. Oh Gott. 15. Ja. 15, das wäre bei mir, das wäre jetzt wahrscheinlich Nahkampf. Mhm. Ne, immerhin 14 dann. 14? Ja. Ja, das reicht, um ihn zu treffen, aber es reicht nicht, um einen extra Schadenswürfel zu bekommen. Ah, okay. Das heißt, du kommst auf wie viel Schaden dann? 12, dann käme ich auf 12 Schaden, genau. 12 Schaden, das heißt, du triffst ihn, aber das Biest, merkst du auch tatsächlich, ist durch diese dicke Schuppenhaut und sowas, also bam, du hast ihm eine mitgegeben, du bist dir nicht ganz sicher, ob was erst nachgibt. Der Lakten oder dein Vierkantholz. Ja, okay. Wenn du das noch ein paar Mal machst. Ja. Aber du hast ihn getroffen. Ich hab ihn getroffen. Ja. Immerhin. Tu es mir gleich, Sohn. Ich bewundere natürlich meinen Vater, meinen Kronenvater. Ja. Und mache genau das Gleiche. Ja. Gib ihm. Ist ja mein Vater und ich helfe ihm. Ja. 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 Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Du, der Schläger. Ich weiß gar nicht, wie stolz du mich machst. Ach, nee. Es ist halt kein Puck. Zwei sind... mit dem Hockeyschläger. Hier, du ich spiele auch eine Karte jetzt rein. Achso, Entschuldigung. Ja. Ihr dürftet beide noch eine Karte im Buch spielen. Du darfst auch eine Karte in deinen Vorrat spielen. Genau. Elf. Mit 11 triffst du in dieser Runde tatsächlich. Oh, okay. Ja, das ist ein Treffer. Ach, die haben ja minus 2. Mhm. Achso, halt. Nein, sie haben die minus 2 nur auf ihren, auf ihre Aktion. Von daher ist kein Treffer. Was fehlt zum Treffen? Ein mehr wahrscheinlich, oder? Ein. Oh. Junge, weiter links! Oh, höre das und reagiere sofort. Plus 3, das wird aufs Ergebnis, nicht auf den Würfelwurf. Ja. Das heißt, du kommst auf 14, damit hast du ihn getroffen. Okay. Wie viel Schaden machst du mit dem Schläger? 9. 9. 9, 11, sorry. 11. 11, ja. 11, das heißt, du triffst ihn, bam. Yo, dein Schläger hält das länger aus. Aber so richtig, dass du dem Vieh jetzt wirklich viel Aua gemacht hättest, hast du nicht das Gefühl. Mann, das sind echt fiese Biester. Okay. Aber... du merkst, dass du dich hinstellst und gerade dich dafür einsetzt, dass du hier gegen dieses Biest kämpfst, dass du nicht weggelaufen bist. Natürlich nicht. Merkst du, dir passiert was. Ich will auch. Oh. Du darfst deinen Charakterbogen umdrehen. Okay. Du bist kein Norm mehr. Habe ich mir ein Gesicht? Du hast nicht mal Gesicht. Wir haben ja nicht für alle Charaktere Zeichnungen gehabt. Okay. Du kriegst 3 Möglichkeiten. Ja. Und du bist jetzt auch ein Storm Knight. Erwählt von deiner Realität, um sie vor den einfallenden Invasoren zu verteidigen. Okay. Du merkst auch so, irgendwas passiert mit dir, du. Power. Ich bin erwachsen. Du bist. Ja, das war's. Das Männlichkeitsritual ist durch. Du hast mit einem Hockeyschläger einen riesigen Dinosaurier. Sehr schön. Alles jetzt so machen wir das hier. Bridges. Danke, Papa. So machen wir das hier in New York. Ja. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön. Muss ich auch so finden. Wie du möchtest. Gut. Damit sind wir einmal rum. Richtig? Oh, oh. So, du darfst auch eine Karte in deinem Vorrat spielen. Von denen, ja. Ja. Darfst du eine aussuchen, eine, die dir am besten passt. Die hier kommt weg und wir ziehen eine neue Drama-Karte. Nicht schon wieder die Schergen? Doch, die Schergen wieder zuerst. Ihr habt echt kein Glück. Die Schergen sind zuerst dran, aber die bekommen dafür auch eine Inspiration. Ach, gut. Das heißt, die regenerieren 2 Punkte Schock. Das heißt, der Lakten, den ihr dafür prügelt habt, der sieht völlig unbeeindruckt aus von dem, was ihr mit ihm gemacht habt. Das ist nicht gut. Nee. Also voller Inspiration. Erheben sich diese beiden Biester in die Luft und die zwei
Edenos, die auf dem Rücken sitzen, werfen jeweils einen Speer. Zack! Der eine wirft einen Speer auf dich. Du bist erkannt worden als eine Bedrohung. Dieser Speer fliegt sogar über das Oberdeck hinweg. Und der Edenos schimpft mit seinem Lachen. Ja. Halt still! So. Und hier, der wirft seinen Speer und du hast das Gefühl, der versucht tatsächlich gerade den auf dem Boden liegenden zu treffen. Weil ihr liegt beide auf dem Boden und der sieht trotz all dem am Ende ein bisschen bedrohlicher aus als du. Oh. Der ist ohnmächtig, der sieht bedroht. Das ist so. Ja, für Edenos sehen alle Menschen gleich aus. Ja, und dann noch das Weibchen. Es ist mir schon klar, da werde ich mal richtig stinkig gleich. Aber nachher. Ich versuche auf die Beine zu kommen und diesen Speer wegzuschlagen. Mit dem bloßen Arm. Möglichst nicht an die Spitze, sondern. Sagen wir doch, wie es ist. Du wirfst dich in den Weg. Nicht so richtig. Doch. So halbherzig. Witz ist einfach. Ich möchte ihn vielleicht retten. Ich möchte ihn eventuell. Eventuell retten. Eigentlich ist es der Vater und ich fand ihn unmöglich, aber ja. Also, du stehst auf und versuchst du nach dem Speer zu greifen, ja, um ihn wegzudrücken, bis du feststellst, dass er so einen guten Meter an euch vorbeifliegt, so du fast von der Reling fällst bei der Bewegung. Und dann kommt aber auch der Lacken gerade ran und wasch. Oh. Wenn du möchtest, darfst du trotz alledem gerade versuchen, dich zu verteidigen. Es war ja eine Verteidigungsaktion. Das heißt, du kannst eine aktive Verteidigung durchführen. Das ist deine Aktion für diese Runde. Dann darfst du einfach würfeln und das geht dann auf deinen waffenloser Kampf. Waffenloser Kampf, Verteidigung, genau. Das ist der waffenloser Kampf. Das ist dann die Verteidigung, genau. Gib alles. 19. Nice, wow. Na, da kommen wir immerhin auf 14. Auf 14? Das ist für mich ja schon. Das reicht genau. Ganz genau. Viel mehr, das heißt, ging halt auch nicht. Also, du bist aufgestanden, diesen Speer weg, dann kommt dieses Vieh an und gerade so mit diesen Krallen nach vorne und du merkst, wie du dich halb nach hinten fallen lässt, diese Krallen packst und so wirklich damit so über dich drüber. So. Und kurz bist du versucht, festzuhalten. Ja. Da ist dein Charakterbogen umdreht. Ich hab mich Ich wollte doch jetzt auch. Du erhältst drei Möglichkeiten. Also, du bist auch noch Zentralerde. Das heißt, wir haben nur einen Charakter, der sich tatsächlich lebender Land-Charakter jetzt hier geoutet hat. Conan, der seid, Papa. Ja. Ihr seid alle drei Storm Knights und ihr merkt, dass ihr eine Aufgabe hier habt. Und du hast es geschafft, diesen Lacken gerade abzuwehren, davon abzuhalten, diesen Mann zu töten. Du bist ja ganz sicher, der wäre ansonsten jetzt hin. Und in deiner Stadt, wenn du es verhindern kannst. Stirbt hier keiner, wenn ich neben dran stehe. Genau. So, achso, übrigens, einschüchtern sind die, ist die Aktion für diese Runde, wenn ihr zusätzliche Karten haben wollt. Du hast eine Karte in deinen Pool schon gespielt. Genau, damit ist deine Runde ist nämlich dann auch vorbei. Ja, das waren die beiden Angriffe. Das heißt, ihr seid dran. Steff. Ja. Jetzt frisch bewaffnet und mit Mut stürme ich wieder nach vorne. Ja, jetzt klar. Und brülle jetzt diesen Flugsaurier an und versuche ihn zu verscheuchen, ihn quasi eigenmächtig handeln zu lassen, sodass sein Reiter gar keine Möglichkeit mehr hat. Oh, okay. Ja? Dann würfel doch bitte mal. Du willst ihn einschüchtern, ja, habe ich das richtig verstanden. Eine unfassbar gute Idee. Haben Sie schon mal heute Morgen einen riesengroßen, circa 4 Meter langen Saurier eingeschüchtert? Nein. Also Steff nicht. Oh. Oh, der letzte. Das ist gefährlich. Aber besser. Und ich bin voller Taten dran. Ja. Oha. Also 17 ist plus 4. Genau, 17 ist plus 4. Plus 4, damit kriegst du nochmal plus 3. Genau, und also 8 habe ich normalerweise. Bin ich bei 16. Oh, die haben einen Einschüchternwert von 9. Damit bist du tatsächlich 7 drüber. Das heißt, du darfst dich. Das reicht nicht, um ihn wirklich zu verscheuchen, aber du darfst dich jetzt entscheiden. Entweder er ist jetzt, bis er wieder dran ist, leichter
zu treffen. Mhm. Oder er ist schlechter im Agieren, schlechter im Angreifen. Das nächste Mal, wenn er dran ist. Schlechter im Angreifen. Schlechter im Angreifen. Das bedeutet, er hat jetzt minus 4 auf seine Aktion. Mhm. Also siehst richtig, wie du stehst da vor ihm und brüllst den an und schlägst auch mit deinem Stock nach dem. Und er wirkt auch wirklich eingeschüchtert, davon flattert so zurück. Und du merkst, wie der Edenos auf seinem Rücken richtig Schwierigkeiten hat, den im Griff zu behalten. Brüllte dabei auch in dieser exischen Sprache an, hört sich spannend, aber trotzdem falsch an. Sehr gut. Puh. Ja, dann war das eigentlich dann erfolgreich. Ja. Und ich spiele noch. Und dann du bekommst eine Karte auf die Hand. Und welchen eine Preis? Ja, gut. Das der Preis war hoch. Okay, ja, sehr schön. Das motiviert mich wohl noch mehr. Saskia, du hast ja schon agiert, du hast dich verteidigt. Ja. Philipp. Könnte ich auch wieder einfach zuschlagen? Ich glaube, du kannst ihn einfach angreifen. Schiffster, bleib bei deinen Vierkantholz. Ja. Ja. Mhm. Und dementsprechend werde ich das tun. Ja, es ist ja auch mal an der Zeit. Irgendjemand muss dem Nackten ja auch mal wehtun. So, das war dein Gefühl. Nein. Das ist eine 11. Das wären dann bei mir, wo habe ich stehen? 12 immerhin. 12. Ja. Das heißt, du triffst ihn, bäm, aber nur für minimalen Schaden. Zack. Das heißt, du prügelst wirklich auf diesem fiesen Vieh ein. Ihr befindet euch da wirklich gerade vor so einem Kampf mit diesem Lacken, der da vor euch ist und nach euch schlägt und krallt und mit diesem riesigen Schnabel auch nach euch hackt. Und du prügelst auf ihn ein. Ich mach das, was ich gelernt habe. In der Zeitung. Weg. Sehr schön. Die Tauben. Leute. Ja. Ich greife weiterhin an. Ja. Weil ich habe ja jetzt quasi mehr Energie. Ich habe eine Aufgabe. Ich muss. Jetzt gilt's. Ja, stolz. Sei ein Mann. Neun. Wie viel hast du gewürfelt? 12. Der 12 ist plus 0. 12. Ach, ich muss noch nicht. Du bist bei Waffenlos. Also nein, Nahkampf. Du musst jetzt einfach den Wert. Ja, schon. 14. Ja. Sorry. 14. Ja. 14 trifft, gar kein Problem. Du bist wirklich gut damit. Also du merkst auch, wie du echt jetzt reinkommst. Und es ist gar nicht so anders als die Jungs beim Eishockey oder beim Feldhockey. Immer drauf. Immer drauf. Und zwar da, wo es weht. Leider reicht es nicht, um extra Schaden zu verursachen. Aber ihr beide prügelt auf diesen Lacken ein. Deng, 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 deng. Doch, das zeigt auch langsam Wirkung. Okay. Sehr schön. Damit sind wir in der nächsten Runde. Und zwar ohne Scheiß, ihr seid zuerst dran. Oh Mann, zum allerersten Mal. Ich gebe es zu. Und die Gegner haben sogar einen Ermüdungseffekt. Ermüdung heißt so viel wie, dass die zusätzliche Schockpunkte erleiden. Was gerade natürlich in diesem Moment, wo ihr den einen schon zweimal geknüppelt habt, euch doch ernsthaft entgegenkommt. Verspotten und Tricksen sind die Aktionen für diese Runde. Ihr dürft anfangen. Steff. Puh. Verspotten und Tricksen, sagst du. Ja, gut. Mir fällt nur spontan jetzt nichts Praktisches ein. Also würde ich tatsächlich mit meinem Speer nach dem... Pieksen. Ja. Versuch doch mal, den Lacken zu erstechen. So, das wäre auf Nahkampf, weil ich die Waffe behalten möchte und nicht irgendwo in den Fluten. Ich würde das mir auch gut überlegen, ob du dir jetzt wirst. Eine 19. Das sind immerhin... Plus 6. Plus 6. Ja, das sind 14. 14? Nee, 13, weil ich nur 7 habe. Entschuldigung. Reicht trotzdem. Du triffst ihn und piekst ihn auch in die Seite. Also du merkst auch, wie das Vieh so aufheult. Ja. Wie viel Grundschaden hast du von dem Ding? Stärke plus 2. Ja, wie viel hast du Stärke? Das wäre 9. 9, alles klar. Sehr gut. Dankeschön. Gut. Darfst du noch eine Karte in deinem Vorrat spielen, genau. Ich spiele nochmal Taten dran. Unbedingt eine gute Idee. Ist der Kerl wach? Also der auf dem Boden liegt? Nein, der ist immer noch ohnmächtig. Gut, dann versuche ich jetzt den... Lass ihn doch einfach. Nein! Ich möchte mich hier ein bisschen ins Innere vom Boot zurückziehen, damit der nicht hier gut angreifen kann und den mitzuziehen. Sehr schön. Also an den Armen. Du darfst auch trotzdem nochmal auf Finden würfeln. Vielleicht entdeckst du ja auf dem Weg irgendwas aus einem Wackel. Irgendwas in... Das hat den Mann gar nicht beeindruckt. Ach du, minus 2, warte, finden, komme ich auf 9. Nee. Ja, gut, aber der... Was du tatsächlich findest, ist auch ein abgesplittertes Stück Holz, ist nicht so großes Vierkantholz wie das, was du hast. Es
ist mehr so wie so eine, wie so ein abgebrochenes Stück von der Reling, also vielleicht so die Länge, aber am Ende besser als nichts. Ist eine kleine Keule, man kann es ja immer in Stärke plus 1 Schaden mit verursachen. Und der ist, den habe ich jetzt sicher abgelegt, ja? Ja, also du siehst auch, dass hier inzwischen das Kind nicht mehr in den Armen dieser, dieser Frau ist, sondern weil die inzwischen wieder da sich hinter das Kind kauert und das Kind da Dino. Das fliegt! Das fliegt! Völlig fasziniert guckt, wenn die Frau hinter dem Kind. Ernsthaft? Ja. Ohne Worte. Das Leben ist manchmal nicht fair. Ich glaube, das Kind hat gerade weniger Probleme mit dem Realitätsschock als die Frau. Bin ich denn so bewandert in der Edinos-Sprache, dass ich versuchen kann nachzuahmen? Du bist Linguist, ne? Genau, also war ich. Du bist ja immer noch Linguist, oder? Ist nein, mein, den habe ich leider nicht mehr. Oh, der ist weg. Ja, dann kannst du dich grob dran erinnern, der war was? Also meine Idee war jetzt, ich wollte versuchen, den, den Lakten zu auszutricksen, ja, indem ich praktisch den Befehl zum Landen nachahme. Dann jetzt mein Sohn besser zuschlagen kann. Das ist natürlich ein schöner Trick. Ja, doch, das kann man machen. Weil dann würde ich jetzt mal auf Tricksen rufen. Oh ja, das ist super schön. Das gefällt mir gut. Was hast du denn da? Tja, dann werde ich wohl mal einen Dingsbums ausgeben. Das sind eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, das wären 11. 11 insgesamt? Ja. 11 auf Tricksen? 12. 12? Nein. Was denn jetzt? 11. 11. Sorry, ich habe Tricksen finden, Tricksen gelesen. So. Ja, nein, vielleicht. 11. 11. Ah. Sicher? Ja. Gut. Sehr schön. Auf 11. Ja, das reicht tatsächlich. Also du siehst, dass das... das ist deine Chance. Also, ja, Papa. Das Vieh lässt sich hier auf der... Versucht da irgendwie tatsächlich irgendwie Halt zu finden, während der Denos dran ganz reißt. Genau, ja. Du möchtest ja, dass es leichter zu, genau, zu treffen damit ist. Damit mein Sohn jetzt... Das heißt tatsächlich, dass seine Verteidigung für die Runde um 4 Punkte gesenkt ist. Okay. Jetzt kannst du ihm richtig Schaden machen. Jetzt, bin ich immer noch so groß wie vorher? Ja. Du hast dich ja nicht verändert. Du bist, okay, ja, nicht, du bist ja nicht so... Conan cool wie dein Papa. Nee. Ja, leider. Papa ist der coolste. Okay, dann würde ich gerne da hinrennen und draufspringen. Und versuchen, dem Reiter einzugeben. Das kannst du, ohne Probleme. Du kannst ja, du hast ja sogar die, du hast ja den Vorzug Wirbelwind. Genau. Das heißt, du könntest, wenn du willst, auch versuchen, draufzuspringen und sowohl den Lachsum als auch den Reiter zu hauen. Ja, mach ich eine richtige, ja, dann mach ich jetzt ein Tornado. Ja. Dann musst du natürlich aber draufspringen. Das ist auch nicht ganz einfach. Da musst du noch ein Manöver ablegen. Okay. Das heißt, da hast du minus 2 jetzt auf Manöver und auf die beiden Angriffe. Aber der ist ein Computerspiel. Aber das geht. Oder? Das heißt, du... Der zockt den ganzen Tag. Ja, Manöver. Ja, manövrieren. Boah, hast du bei den Interaktionsfähigkeiten. Das soll doch mal in der Mitte sagen, von deinem Charakter. Nee, bei den Fertigkeiten. Bei den Fertigkeiten? Ja. Ach, hier. Genau. 13. Genau. Da bist du auch gut drin. Ich meine, du bist, das ist für dich ein Hockey-Ding. Ja. Das heißt, es ist wirklich so... Machst den Sprung auf, das, auf die Reling, dann den Sprung hoch auf das Vieh und im Flug halt. Hau ich Puck rein. Bam! Bam! Gib ihm jetzt. Wenn du jetzt noch gut würfelst, dann sieht es auch so cool aus, wie ich es gerade beschrieben habe. Du hast Möglichkeiten. Boah. Was 19, hast du gewürfelt? 19. 19. Du kannst jetzt natürlich auch darauf noch eine Möglichkeit einsetzen, um den Effekt so richtig hochzuziehen. Okay, dann mach ich das. Dann musst du mir eine von deinen Möglichkeiten rüberwerfen, mein Freund. Zack. Also 19. 20. Plus 12, 20, plus 0. Ja, 0, das wäre... Nee, das wird auf den 19, das sind bei 31. Achso, 31. Okay. Sorry. 31, damit ist ein Bonus von 10. Das heißt, dein Manövrierenwert ist 13, plus 10 ist 23, minus 2, weil du 2 Aktionen effektiv durchführen musst, ist nur noch 21. Was so viel heißt wie, wenn das Biest nochmal dazu kommt, zu agieren, hat es... Haben die minus 2 auf ihre Aktion noch zusätzlich. Na, wie gut wird's? Ach so, Quatsch, sogar minus 4. Oh Gott im Himmel. Minus 4. Zum ersten das heißt, Mal. Ja, sowohl der Lakten als auch der Edenos sind gerade völlig verwirrt von dem, was du da tust, weil du so wumm, wumm, so. Das heißt, auf die Reling mit dem anderen Fuß gegen die Wand und dann erst auf das Vieh hoch. Das heißt, du bist sogar zwischendrin mal einen kurzen Moment größer als die beide zusammen und
Pauz und dann kommt dieser Schlag. Die läuft wie viel Tränen aus. Wie viel waffenloser Kampf hast du denn? Moment, waffenloser Kampf? Nahkampf. Nahkampf. 14, genau. 14. Yo, das ist dann auch entsprechend wieder die plus 10, bist du bei 24, minus 2. Und du kannst sie beide angreifen wegen Wirbelwind, ohne weitere Abzüge. Das heißt, du triffst sie beide mit einem hervorragenden Erfolg. Alter, das heißt, du darfst gegen beide 2W6 würfeln für den Extraschaden. Der erste hat 10. 10! Das heißt, du kommst auf insgesamt 19. Ja? 19. Auf wen hast du denn zuerst geschlagen? Auf den Lackten oder auf den Reiter? Nee, er kommt sogar auf 21, weil er hat ja mit seinem Schläger angegriffen. Ne? Ja. Ja, der hat er 11. Hat er zugerechnet. Ja. Ja, genau. Das heißt, du hast hier 11 plus 10, wenn ja... Achso, minus 2 hast du schon... Nee, der kommt kein Minus. Okay, drauf. Dann hast du 21. Okay. Auf wen? Auf den Lackten oder auf den Edenos? Auf den Lackten. Auf den Lackten. 21 auf den Lackten. Das sind... Ich glaube, der startet nicht mehr. Ich reite jetzt auf dem. Der Kopf fliegt auf Tor. Auf dem reitest du. Da musst du dir an den holen. Ich fliege einfach weg. Ja. Okay, du versetzt dem eine und du siehst richtig, wie du bam, als du drauf hast, wie dem wirklich hier auf der einen Seite so das Auge nicht direkt nur zuschwillt, sondern wirklich so plasch, aufplatzt. Und das Vieh so, dabei schreit. Wild, der ist benommen im Moment, aber der ist noch nicht tot oder sowas, aber dem hast du schon richtig fies. Und dann kannst du, als du auf dem Weg nach unten bist, bam, dem Edenos-Reiter nochmal eine. Zwei, ne? Genau, auch wieder zwei. Sieben. Das sind dann 17. Plus 11, 18. 18. 18. 18 gegen den armen Bestienreiter. Doch, der Arm. Jo. Den boom, schlägst du gerade wirklich so von unten nach oben, weil die haben auch so eine langgezogene Schnauze, so unten unter die Schnauze durch. Boom, wird gerade nach hinten gerissen, aus dem Sitz raus katapultiert. Und du hörst irgendwas, als er noch in der Luft ist, so ein lautes Krack, als der Kopf so richtig weit nach hinten gerissen wird. Also die scheinen auch sowas ähnliches wie ein Genick zu haben, der jetzt nicht mehr. Und dann wasch, landet der im Wasser und du pfumpf. Kommst wieder auf den Boden auf mit dem Hockeyschläger. Sitzlandung noch besser. Also 3-Punkt-Landung. Ja. Ich weiß, wie geht's? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, also die zwei agieren nicht mehr. Diese Runde. Beziehungsweise der Lackten versucht dann einfach nur noch wegzukommen. Und kann aber im Moment nicht, kommt noch nicht hoch. Aber versucht zu starten und krabbelt dabei mehr oder weniger so an dieser Reling entlang, bricht dabei auch Stücke raus, fällt immer wieder so halb runter. So. Und versucht davon zu kommen. Ja, kannst du mir helfen? Ich komme gleich. Das sieht gar nicht gut aus. Hast du dein Arztset raus? Tja, das war schon nicht schön. Ich bin auch so. Aber der agiert noch. Er versucht dich anzugreifen, auch wenn er momentan nicht begeistert davon ist. Also der Lackten selbst nicht, aber der Edenos, der auf seinem Rücken sitzt, versucht, dich mit seinem Speer zu treffen. Das sieht aus wie so ein Speer, der aus Ranken besteht. Ganz seltsam. Seltsames Gebilde. Würdest du dir aber unglaublich gerne mal aus sehen. So. Zack. Du musst nicht mal zur Seite gehen, weil der kaum weiß, wohin er will. Also der soll erstmal, der soll doch erstmal seinen Lackten unter Kontrolle haben. Genau. Dann können wir weiterreden. So, Ende der Runde. Sehr gut. Hui. Tricksen war angesagt. Der Mann hier hat getrickst. Oh ja, stimmt. Das stimmt. Ja. Du hast ihn ausgetrickst, das gibt eine Karte, die hast du dir verdient. Du darfst auch noch eine weitere Karte gibt in deinem Hand. Gibt es maximale Handkarten? Also lohnt es sich für ihn? Wir dürfen so viele Karten, wie wir wollen. Also irgendwann, wenn der Kampf vorbei ist, gibt es dann wieder ein Maximum. Aber im Moment gibt es, während dem Kampf selbst, könnte ihr so viele Karten haben. Aber was ist das Maximum nach dem Kampf? Weil Vier. Also dann lohnt es sich ja auf jeden Fall noch was rauszuhauen, wenn genau. du hast. Ja, es lohnt sich immer bei dem Spiel, Karten rauszuhauen und Sachen zu benutzen, weil das ist auch der halbe Spaß. Ja, dafür sind sie da. Es ist ein cinematisches Spiel. Ja. Sehr schön. Ich habe auch gleich schon eine Idee. Dann sind wir in der nächsten Runde. Zack. Oh, eure Gegner haben die Initiative und sie haben die Oberhand. Oh. Was echt schlecht ist, weil das bedeutet, sie kriegen einen zusätzlichen Würfel. Das heißt, egal was ich würfle, ich darf weiter würfeln. Okay. Mhm.
Ja, die sind schon wieder dran. Ihr habt nur Glück, der hier macht nichts anderes, als davon zu kommen. Der hat die Oberhand und der kommt. Okay. Der nutzt die Gunst der Stunde. Gut für ihn. Sein Reiter ist weg. Gut, Sohn. Sein Reiter ist weg und er entkommt. Wir haben es schon immer so gut verstanden. Schon immer. Was man hält. Ja. Ja. Aber der ist dran. Ja. Und der greift dich an. Hatte ich befürchtet. Lass uns zusammen angeln gehen. Das ist eine 7, das ist noch nicht so gut. Nein, eine 13, damit komme ich aber zusammen auf 20. Darf da nicht weiter würfeln, weil es keine natürlich gewürfelte 20 ist. Sein Bonus von plus 7 auf den Angriff. Das ist ein Lacken, der hat dann insgesamt einen waffenlosen Kampf von 19. Autsch. Wenn du möchtest, darfst du noch versuchen, dich diese Runde aktiv zu verteidigen. Sollte ich vielleicht tun. Ja, das schenkt er noch einen Spielzug oben drauf. Nee, schenken... Die kannst du schenken, dann müssen die, musst du eine Karte zurücktauschen. Ja, dann kriegst du einmal Tat dran von damit mir. Damit du richtig gut agieren kannst. Da kannst du zweimal die Runde agieren. Gut, also dann würde ich mich jetzt mal verteidigen mit meinem Speer. Genau, ist auch noch wichtig, man kann während dem Spiel auch Karten tauschen zwischen den Spielern. Wäre im Moment plus minus 7. Plus minus 7? Also nein, 7. Das ist 7. Das heißt, du kriegst ja mindestens einen Bonus von plus 1, wenn du dich aktiv verteidigst. Das heißt, du hast 7 als Grundwert, richtig? Dann wäre es 8. Dann bist du bei 8. Aber... Sieht es nicht gut aus, dass er da... Nein, ich würde natürlich noch voller Tatendrang mich vertuchen zu verteidigen. Okay. Und wer käme dann auf 11? 11. Okay. Was willst du denn machen? Du kannst ja immer noch agieren. Alles gut. Also ich wäre jetzt bei 11. 11? Ist 11 immer noch zu wenig? Das werden wir sehen, wenn es passiert. Ja. Vorsicht, die Kralle! Die Kralle. Oh, dann musst du mir jetzt die geben. Okay. Ja, ich wollte die eine Heldenhaft. Okay. Spiel diese Karte wie eine Möglichkeit. Oh, das heißt, du darfst nach der 11 nochmal weiter würfeln, wenn du das möchtest. Okay. Okay, dann würfeln wir. Auf also 10. Mindestens nur 10, bis bei 21. 20. Kommst du auf 7 plus die 3 von deinen Taten dran, genau, bist du bei 10. Das heißt, du kommst insgesamt auf 18. Auf 18. Ja, jetzt muss ich doch mal langsam lassen. Der trifft dich trotzdem noch. Oh, der trifft dich trotzdem noch. Das war echt ein fieser Angriff. Ja. Aber du bist im letzten Moment, als sie ihn ruft, kannst du noch in Deckung springen und dich unter deinem Speer verstecken ein bisschen und versuchen, das Vieh abzuwehren. Ja, natürlich. Während das so wirklich so über dir hängt und auf dich eintrischt. Das heißt, du nimmst insgesamt einen Schadenswert von 14. Was hast du für eine Robustheit? 7. 7? Wenn ich 7 drüber, das heißt, du nimmst trotzdem eine Wunde und 2 Schock. Du willst gar nicht wissen, was du erlitten hättest, wenn das du... Das ist das, was übrig geblieben ist. Na dann. Oh. Habe ich erwähnt, dass es immer ganz geil ist, eine aufzuheben? Schieben für alle Klassen. Yeah. So, also du siehst richtig, wie er unter den Schlägen von und den Bissen von diesem Lackten... Der leidet gerade wirklich. Gut, das war mein Lacken. Dann seid ihr dran. Ja, ich habe mich aktiv verteidigt. Du hast dich aktiv verteidigt, das war's. Achso, die Aktionen für diese Runde sind übrigens Verteidigen und Manövrieren. Ja. Wenn du dich erfolgreich verteidigt hättest, also nicht getroffen worden wärst, dann hättest du eine Karte bekommen. Ich würde tatsächlich versuchen, als erstes zu agieren, denn ich kann einen Ansporn ausspielen. Um euch alle mit, ich denke mal mich auch, mit Möglichkeiten zu versorgen. Oder, also ihr dürft euch entweder eine Möglichkeit nehmen oder eine Karte vom Schicksal. Dann spiel es bitte einfach aus. Genau, also ich spiele es aus. Und angespornt, also von mir selbst und meinem Sohn angespornt, so für Linaya? Layana? Lanala. Für Lanala! Für das lebende Land! Und drecke mein Vierkantholz in die Luft. Was immer der von mir will. Aber, so. Für wen? Funktioniert. Sehr schön. Aber mit so einer, also meine Stimme, die klingelt in euren Ohren. Oh, das tut sie. Du darfst mal den Effekt vorlesen. Also, ich spiele diese Karte. Und jeder Storm Knight darf sich einen der folgenden Boni auswählen. Nämlich, er darf entweder sofort eine Möglichkeit nehmen oder eine Karte vom Schicksalskartendeck ziehen oder sich 3 Punkte Schockschaden heilen. Oh nein, also ich... Eher die Möglichkeit. Aber ich nehme ja auch die Möglichkeit. Stopp. Alles krabbelt sich gerade Möglichkeit. Ja. Sehr schön. Genau, und die gebe ich wahrscheinlich am besten dir. Genau, die gibst du mir, die ist weg. Genau. Sehr schön. Für Lanala! Für Lanala!
Also ihr merkt richtig, wie... Und dieses Vierkant Holz. Was immer das lebende Land ist und von immer wem der auch redet, wahrscheinlich seine Frau. Für deine Mutter. Ja. Mama. Mama. Der hier ist drin. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Gut. Da muss man nicht zusammen was ausspielen. Das ist tatsächlich nicht mal eine Aktion. Ach so. Das ist keine Aktion. Genau, das kann ich nicht. Das ist das, was er tut, bevor er dann zum Agieren übergeht. Genau, und jetzt würde ich nämlich, also praktisch, das ist ja eine Aktion sozusagen. Während ich das brülle, versuche ich halt möglichst elegant diese aufs nächste Deck hochzuklettern zu euch. Oder du musst nur nach vorne rennen. Ich renne einfach nur nach vorne und versuche auch dem anderen Lackten eine mitzugeben. Ja, wie du es gelernt hast. Wie ich das gelernt habe von meinem Vater und wie ich es meinem Sohn auch beigebracht habe. 16, das sind immerhin mit Nahkampfwaffen 15. 15? Okay, das ist ein Treffer, reicht aber nicht für einen zusätzlichen Würfel. Was ist der Schaden? Grundschaden? Grundschaden sind 10. Ja, 12 bei dir, ne? 12, okay. Ja, der hat es ja hinter sich. Okay, das heißt, du kommst angerannt und bäm, zimmerst ihm eine. Genau, die spiele ich hier noch bei mir im Vorrat. Ja. Da wo der Vater ist, der Sohn dahinter. Ich lasse dir den Vorzug. Wie der Vater. Seid angesprochen. Ja. Genau. Ich bin auch sehr angesprochen, sie rennen hinterher und möchte meinem Vater helfen. Ja. Und hauen natürlich drauf. Ja! Ne? Wenn er eben Blutrausch jetzt. Das können wir. Du bist im Blutrausch. Also ich meine, du bist immer noch zentral, wenn dein Vater dich gerade echt mitreißt. Ja. Der ist in irgendeinem Computerspiel abgetaucht. Mein Sohn, du willst nie eine richtige Wildsau. Mein Vater ist endlich mein Vater. Ja, genau. Oder ein Vater, ein Mann. Gut. Was ich an der Stelle vielleicht dann kurz erwähnen sollte, man hat im lebenden Land, also allgemein hat man immer die Möglichkeit, einen rücksichtslosen Angriff zu machen. Wenn man das tut, ist der Angriff, den man, das ist so wild, dass man sich danach nicht mehr sinnvoll verteidigen kann. Das heißt, wenn man dann angegriffen wird, zählt man selbst als sehr verwundbar. Was unangenehm ist, dann gibt es viel Dudu. Aber wenn man das im lebenden Land tut, weil das lebende Land sowas unterstützt, weil alles andere ist ja Nachdenken. Ne? Okay. Und Vernachdenken ist halt doof. Das ist dieses Gesetz Wildnis, was hier unten steht. Da, Wildnis. Mhm. Dann kriegt man einen zusätzlichen Bonuswürfel auf den Schaden. Das heißt, wenn man dann wild angrifft und rücksichtslos angreift, dann kann man richtig viel Schaden austeilen. Aber es ist sehr, sehr gefährlich. Okay. Und auch nur, wenn Angriff eine anerkannte Aktion ist, ne? Genau, wenn Angriff eine anerkannte Aktion ist. Was haben wir denn gerade für... Momentan ist es Verteidigung manövrieren. Ich wollte es nur erwähnt haben, bevor es dann nachher untergeht. Aber allgemein rücksichtslose Aktionen. Drauf zu. Du stehst direkt davor wahrscheinlich, ne? Ja, aber also ich weiß nicht, ob ich schieb quasi meinen Vater weg und hau dann von der Seite drauf. Oh. Du kannst, weißt du was, du kannst auf meinen Arm einfach draufsteigen. Och ja. Oh, ja. Ich glaube, Philipp hat seinen neuen Lieblingscharakter gefunden dabei. Okay. Ich hebe mich an deinem Arm hoch und springe. Okay, alles klar, bitte. Du möchtest ihn einfach hauen oder möchtest du noch Zusatzaktionen durchführen? Ich hau ihn drauf, Sohn! Gib ihm! 11, da haben wir hier. Plus 0. 0, Treffer. 14. Ja, also ihr trümmert beide wieder drauf. Ja. Aber das reicht noch nicht, um das Vieh tatsächlich unschädlich zu machen. Schade. Dann lass mal die Sanitäterin kommen. Ja. Ist aber auch noch Platz. Da ist Platz. Ja, das Vieh ist ja auch riesig. Zwei Jahre. Das darfst du ja nicht vergessen. Nimm mein Bein. Du hast den da reingeschleppt. Ja. Und. Ja. Und mit der Mini-Keule drauf. Bing! Bitte. Entschuldigung. Hier, bitte. Nichts lächerlich machen. Was kicherst du? allein nur dafür. Okay, damit ihr nicht kichern werdet. Okay, du hattest deine 7 gewürfelt? Ja. 17. Nein, mein Gott. Ja. Ach, das ist doch. Eine 17, das ist plus 4. Plus 4. Was hast du mit Nahkampfwaffen? Ja, Moment. 8. Wie kommst du auf? 12. Ah, damit hast du getroffen. Ja. Und wie viel Schaden machst du? Stärke plus 1? 7. 7! Sei hier so kichern. Das ist nicht mein stärkster Skill. Lack lacht. Ja, also, können gleich also wir lernen das hier jetzt tatsächlich doch. Also normalerweise machst du selbst, wenn du wenig Schaden machst, trotz all dem noch einen Schockpunkt. Ich glaube, das sind unsere tatsächlich drin. Wenn du so sehr zuhaust wie. Jetzt. Also du haust ihn. Man hat wirklich buchstäblich den Eindruck, er bemerkt es nicht mehr. Besser? Oh. Ja, wir müssen weitermachen. Die nächste Runde. Jeder hat unterschiedliche Begriffe. Ah,
Ihr dürft anfangen und die Gegner erleiden, wenn sie dran sind, eine Ermüdung. Was sind die anerkannten Aktionen? Die anerkannten Aktionen sind manövrieren und verspotten. Okay. So. Stellen. Ja, es sind jetzt zwei wohl sehr Tatendrang belastete Herren angekommen und betrachte einen Moment den Speer, den ich habe und Sir, nehmen Sie das. Ich glaube, Sie können besser damit umgehen und würde ihm meinen Speer zuwerfen. Kann ich einfach. Ja, den kannst du einfach fangen. Ja. Ich lasse es praktisch fallen und gleichzeitig fange ich. Ja. Und dann kannst du aber, du kannst auch noch weiter agieren. Also wenn du willst, kannst du dir zumindest den nehmen. Das würde ich noch machen, aber ansonsten... Kein Problem. Du bist ja auch durchaus ausreichend angeschlagen, es tut ja auch wirklich darum wirklich weh. Ich halte mich eher lieber zurück. Du bist auch echt verletzt, also du merkst auch richtig viel. Dein Hemd ist aufgerissen und du hast halt ein paar echt tiefe Furchen auf der Brust. Also das ist nichts mehr, was so oberflächlich ist, sondern... Und du merkst auch so, das solltest du mal einen Arzt angucken. Stärke plus 2. Aber danach verletzlich. Genau. Verwundbar, wenn du nicht triffst. Nur wenn du nicht triffst. Das ist mir halt nicht passiert. Ja, ich würde sagen, er hat immer getroffen. Das war nicht das Problem. Ja. So. Dann, wer will? Wollen erstmal die, erstmal die Herren den Lachsen verprügeln. Ja. Aber du bist dran. Alles klar. ich lieg einfach erstmal los. 16, ja, das sind immerhin 15. 15 reicht nicht. Extra. Aber du triffst. Bang. Bang. Ja, so. Nee, Angriff ist nicht anerkannte Aktion. Nein, das hätte ich nicht genau. Du darfst aber noch eine Karte im Pool spielen, nicht vergessen. Und ich nehme... Genau, Karte in dein Vorrat. So, Wait. Das ist deine Chance. Ich weiß. Hol dir den Lakten. Ich würde das gleich wie gerade mal versuchen. Ich würde da hochspringen und nur auf den, wie heißt denn der Reiter? Idenos. Den einzugeben. Bestien Reiter. Weil... Nur auf den zu hauen. Ja, ist kein Problem. Du musst dann diese Kombination machen aus Manövrieren. Wieder und dieses, kein Wirbel. Das ist ja ganz normal. Naja, du kannst dann dabei auch den Lack noch hauen. Das heißt, das kannst du automatisch, weil du einfach so geschickt bist mit deinem Hockeyschläger. Du und der Hockeyschläger. Jetzt weiß ich schon. Aber du hast minus 2 auf den Wurf, den du jetzt hast. Du denkst noch weniger. Okay. Ja. Du handelst. Das ist eine 11, dann haben wir hier 0. 0 ist minus 2, also ist auch tu noch einen oben drauf für noch einen extra Wurf. Dann würfel nochmal. 11 plus 10. 9. Also ist dann 10, ist 10. 21. Ja, genau. Das ist plus 8 insgesamt. Okay, das minus 2 ist 6. Und damit kommst du auf Manövrieren hattest du 13. Du warst 13, ja richtig gut. Das heißt, du kommst auf 19. Das ist totaler Wahnsinn. Okay, alles klar. Ja, du springst an dem Vieh hoch. Wirklich dein. Also. Na, Schraube. Ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber du springst an dem Biest hoch und merkst, wie der Reiter halt wirklich das nach hinten reißt und auch aus dem Gleichgewicht gerät, als du hochkommst und dann so richtig so. Bam! Zuhaust. Das heißt, der kriegt sogar noch minus 4 auf seine Verteidigung. Okay. Durch dein Manöver. Und du hast dann auch diese plus 6 auf deinen Angriff, auf den bewaffneten Kampf, auf den Hockey-Angriff. Wie viel ist das? Wie viel Nahkampf hast du denn? Ach, Nahkampf, Moment. 14. 14. Also. es ist 20 zum Treffen. Der hat minus 4 auf die Verteidigung. Ja, das sind ein paar geschmeidige 2 Bonuswürfel. Wow. Lack sie zu Lackmus. Oh mein Gott. Bitte. Ich glaube, wir sind jetzt aber durch. Das sind 5. Yes. Plus 5. Okay, passiert. Sind 5, die auf den, du hast einen Grundschaden von. Mit dem Hockeyschläger waren sie 11, ne? Genau. Also sind wir bei 16. 16er Schaden auf den Edenos, ne? Sind auf die Nase. Also in dem Fall schlägst du zu und du bam, triffst den hier auch am Hals. Also, er zieht das Vieh doch nach hinten und während der Lakten hochfliegt, hörst du dieses Röcheln dann zu Ende gehen und der bricht über dem Lakten dann tatsächlich zusammen. Oh mein Gott. Papa, meiner. Ja.
15 Jahre, so ein kleiner Stöpke. Das war gerade tatsächlich euer erster Kampf. Ich mach mich sofort zu ihm. Oh, ja. Das hat er mir beigebracht. Du darfst auch gerne schon mal so auf erste Hilfe würfeln. Ja, kommen Sie mit, setzen Sie sich mal dahin. Oh, danke, Mette. Ich mach mal, ich klopf das Hemd mal auf, guck mir das mal an. Ja, mach das doch mal. So. Lass mich doch mal was machen, was ich kann. Genau, tu doch mal was, was du theoretisch kannst. Nein, hier. Schossen kann ich auch gut. Zweite Chance? Zweite Chance, okay. Kann Kein ja wohl nicht wahr sein. Plus mehr Fluchen. Oh, ja, das ist besser. Plus 2 komme ich auf 15. Auf 15? Ja. Das wow. Ausweichen auch. Okay, das was dauert auch tatsächlich einen Moment. Also das heißt, du brauchst 10 Minuten, um dich wirklich zu kümmern. Ja, gut. Ich habe nichts anderes vor. Ja, das heißt, du schaffst es tatsächlich, ihn auch so weit zu behandeln. Du hast glücklicherweise natürlich auch das Verbandszeug und sowas. Während ich das so mache und das Hemd auf die zwei geilen sich immer noch daran. wie sie die Viecher und dann haben. Bäm! Und dann hast du gesehen. Bitte, Waffe? Könnt ihr mal nach dem Kind gucken? Welches Kind? Welches Kind? Ich Papa! Ach, dieses Kind. Dieses Kind. Und dann kümmere ich mich um ihn. Diese hohen Frequenzen filter ich automatisch. Ja, also du verarztest ihn und kannst, also machst einen schönen Verband über die Brust, kannst das vorher mit Kompressen eben tatsächlich alles zumachen und so weiter und so fort. Falls das irgendjemand auffällt, dass ich keine Ahnung habe, einfach ignorieren. Ich habe das nie gelernt. du heilst tatsächlich die Wunde. Zack. Und dein Schock verschwindet nach den 10 Minuten, die du da gesessen hast, auch komplett. Ja. Das heißt, ihr heilt allesamt allen Schock. Das ist einfach nie mitzulegen. Was für ein Schock. Passiert. Gut. Ja, ihr beruhigt in der Zwischenzeit das Kind. Der Vater kommt dann auch irgendwann wieder so halb zu sich. Ich beruhige das Kind, er kann es nicht. Das ist okay, kann er schon, aber ja, das ist die Erziehungsmaßnahme. Ja, das würde ich ja beim Kind nicht machen. Ich wollte tatsächlich, der eine Lacken liegt ja noch wahrscheinlich an Bord, ne? Nee. Da sind beide ins Wasser gekippt. Schade. Die sind beide ja weggeflogen. Kopf abreißen. Die Lackner ja, sind weggeflogen. Ich wollte so ein paar Zähne rausreißen, die an meine Halskette machen. Ihr habt die Dänos umgebracht. Ja, aber du kannst mal gucken, vielleicht hast du den einen oder anderen ausgeschlagen. Ja, genau. Ich würde halt, weil ich habe ja hier schon so eine... Genau, Trophäen. Also warum auch nicht? Das macht man ja auch so. Definitiv. Also alles anderes, ja. Guck mir noch die... Ja, für dich. Captain? Für unseren Stammestod. Kannst du auch so weit feststellen, okay, die ist gut versorgt, aber die hat mit Sicherheit eine schwere Gehirnerschütterung und fiese Prellungen, auch eine offene Platzwunde am Kopf. Also die ist euch jetzt mit Sicherheit auch keine Hilfe im Moment. Um euch herum tobt übrigens, das stellt ihr dann der eine früher, der andere später, ihr seid noch eine Weile beschäftigt, bei euch geht es ein bisschen, tobt tatsächlich noch das Chaos. Also die gesamte Stadt scheint in dieser Welle aus Untergang eigentlich zu verschwinden. Also die Gebäude scheinen immer weiter tatsächlich zu verfallen, wobei sich das jetzt auch verlangsamt hat. Aber was ihr auch seht, ist, dass das, was auch jetzt an Booten noch da ist auf dem Fluss, treibt auseinander. Kein Boot fährt mehr. Ihr stellt auch in dem Moment erst fest, dass euer Motor auch nicht mehr zu funktionieren scheint oder sowas. Also das Boot an sich fährt nicht mehr. Und die gesamte Situation im Stadtgebiet, die hat manchmal noch aus einigen Entfernungen auch Explosionen oder auch Schüsse oder sowas, aber man hat so den Eindruck, als würde das Ganze sich immer weiter weg verlagern. Also sowohl die Geräusche als auch all das, was passiert, als würde sich das, was hier begonnen hat, so langsam aber sicher von diesem Einschlagszentrum, da wo ihr gar nicht weit weg von seid, weiter weg bewegen. Und ihr merkt, dass ihr so langsam mit dem Boot treibt, und zwar Richtung Manhattan. Keine Sirenen? Gar nichts. Groß. Das also, gibt es praktisch gar nicht. Ja, das geht kann eigentlich das kann nicht sein. Das geht eigentlich das kann nicht. Sein. Aber es ist genau das, was aktuell dort passiert. Du bist völlig verwirrt, als du das siehst. Und du kannst es ja auch in keiner Weise irgendwie tatsächlich sinnvoll vorstellen, was hier genau passiert. Du merkst nur, dass ihr auf die Brooklyn Bridge zutreibt. Also was auch vielleicht... Aber am Rand oder drunter durch? Also, ja, momentan wahrscheinlich würdet ihr drunter durch. Also gucken hoffentlich nicht, dass ihr noch viel weiter raustreibt, weil dann seid ihr dann auch irgendwann auf dem Hudson und dann... Schönen guten Tag. Momentan weißt du nicht, ob du wirklich raus aufs Meer willst.
Der lebt vielleicht auch. Was ist denn hier los? Ich habe keine Ahnung. Die Flugsaurier und ich deute auf den, auf den Steward. Was hat er? Der Steward ist immer noch nicht wirklich bei sich, aber der grunzt die ganze Zeit während der Monitor. Sehen Sie sich diese Kopfform an. Die kennt man höchstens noch aus der Steinzeit oder aus Schottland. Oder mein Vater. Ich habe schottische Vorfahren. Oh ja, Verzeihung, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten, Sir. Nein, also ich meinte natürlich kaledonische Vorfahren. Erkenne ich die Brooklyn Bridge als Brooklyn Bridge oder ist das irgendwie? Der Name kommt dir in den Kopf, aber du verbindest damit jetzt weniger, weil irgendwie müsste das doch irgendwie eine Hängebrücke sein. Mhm. Ja, so Holz irgendwie, oder? Nee, ist viel größer, das geht gar nicht. Also das fängt gerade an so, da kämpfen Dinge miteinander. Ja, du kannst, wenn du dich drauf konzentrierst, kannst du dieses Originalbild ranholen. Aber das fühlt sich für dich ein bisschen an, als würdest du über irgendwas reden, was du nur in einem Traum gesehen hast oder so. Als wäre es nicht ganz real. Okay. Weil eigentlich ist es für mich eben eine Hängebrücke, also es ist viel rudimentärer. Oder? Das, was das als Brücke ist, kannst du dir gar nicht richtig sinnvoll vorstellen. Okay. Also ja, du kannst das noch in irgendeiner Weise erfassen, aber nur so am Rand. Wie gesagt, als würden wir jetzt drüber reden, so Weltraumreisen. Mhm. Ja, da könnten wir jetzt irgendwie auch irgendwie drüber reden, aber es würde sich nicht echt anfühlen. Mhm. Okay. Du siehst, wie plötzlich eines von den Schiffen, was vielleicht so 100, 200 Meter von euch wegtreibt, plötzlich umgeworfen wird von unten, weil irgendwas aus dem Wasser hochfährt. Das ist deutlich kleiner als euer Schiff. Mehr so ein kleines Speedboot oder sowas gewesen, was gerade unterwegs war. Wird so kurz hochgehoben und verschwindet dann whoosh, in dem riesigen Maul von irgendwas, was wieder nach unten ins Wasser geht. Und die Bewegung, die das hervorruft im Wasser, die spürt ihr hier diese 100, 200 Meter entfernt noch, als euer Boot plötzlich einmal so eine Welle macht. Okay. Wie weit sind wir vom Land weg? Das sind von hier aus vielleicht 500 Meter. Wir sollten schleunigst an Land kommen. Gibt es hier sowas wie ein... Ja, oder? Haben wir alle auch gesehen. Selber ein kleines Boot letztendlich. Gibt es ja kein Ruderbötchen noch oder so. Das ist ja selber nicht groß. Wir haben das alle gesehen, ne? Ja, also nachdem du... Genau. Okay, das wollte ich machen, genau. Ja. Wir müssen hier, glaube ich, weg. Ja. Rudersohn. Ihr seht unter Wasser, auch wenn das Wasser gerade dunkel und aufgewühlt ist, seht ihr trotzdem einen ziemlich, ziemlich großen Schatten unter dem Wasser, der von der Stelle, wo dieses Boot verschwunden ist, sich in eure Richtung bewegt. Klingelt da was bei mir? Ist das eine Gefahr, die ich kenne? Keine, der du dir bewusst bist, aber du hast davon gehört, dass tatsächlich in tiefen Gewässern riesengroße Schrecken und Dinosaurier leben sollen. Aber da geht man ja auch nicht hin. Ja, genau. Okay. Wie groß war das Boot, was gerade gefuttert wurde? Dö. Ach. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn wir ins Wasser springen, Leute. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es ins Wasser 500 Meter weit? 50. Schwimmweste, ist sie noch dran? Also ich würde jetzt vorschlagen, ob die Schwimmweste noch dran ist. Ich würde jetzt vorschlagen, die Schwimmweste ist noch dran. Du darfst auch nochmal auf Finden würfeln, ob du irgendwas findest, außer dieser Keule. Aber es ist aus Holz. 12. Okay. Und wir sind saustark. Du auch. Und wir sind saustark. Ich dachte, wir sind saustark. Ja, nur eins stärker als ich. Wir springen in den Rachen. 11. Ich mach einfach so. Ja, du findest noch etwas. Das ist jetzt nicht das, was du gesucht hast, aber du hast einen Feuerlöscher gefunden. Den kann man entweder benutzen, um damit was zu hauen, was nicht so ganz toll geeignet ist, aber du kannst damit tatsächlich auch versuchen, deine Tricksen oder Manöversachen zu verbessern. Ich wollte gerade sagen, das hört sich eher so nach... Ja, ich habe schon Ideen. Ich habe ein Feuerlöscher und ich bin bereit, ihn zu benutzen. Sehr schön. Gut. Ich würde versuchen, dieses... BOOM! Festhalten! Rums. Irgendwas rammt euer Schiff und ihr hört ein lautes Knirschen, was durch das Schiff durchgeht. Und teilweise verbiegt sich oben auch ein Teil des Aufbaus, einfach durch den Druck, den das ausgeübt hat. Das Schiff wird einen ganzen Schwung zur Seite bewegt. Näher ans Land? Nee, gerade leider aus Versehen in die andere Richtung. Ja.
Schönen guten Tag, ich präsentiere Ihnen persönlich einen Mosasaurus. Mhm. Aber zu angeln, ne? Ja, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn. Ein Mosasaurus. Ihr habt einen Vorteil bei dem Biest, das ist sehr groß. Ja. Ihr kriegt plus 4 da drauf, wenn ihr versucht, ihn zu treffen. Dafür hat er eine Robustheit von 17. Das heißt, wenn du den haust, mit einem Grundschaden von 12, musst du mindestens für 5 Punkte Bonusschaden verursachen, bevor das Vieh das überhaupt ernsthaft spürt. Ich glaube, das... Wir müssen einfach weg. Brumms. Mit dem derzeitigen Stand der Dinge. Ja, das sollte ich da auch einfach ins Maul nehmen. Die Karten sind ja alle wieder auf der Hand zwischenzeitlich erstmal gewesen, genau. Ne? So, ihr dürft alle eure Karten auf die Hand zurücknehmen, weil die Szene eben war vorbei. Ja, das ist richtig. Wer hat mehr als 4 Karten? Nee. Nein, ich habe nur 3. Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, dass es wieder von vorne losgeht. So, 4. Jeder von euch darf, wenn er möchte, eine Karte von der Hand wegwerfen, weil er sagt, so, nee, die brauche ich nicht, die nützt mir gerade nichts, mit der kann ich nichts anfangen. Und dann teile ich neue Karten auf. Ja, ich weiß eine Tatsache, weil... Steff wirkt gerade tatsächlich ein bisschen... Denkt daran, ihr habt immer noch auch eure Cosm-Karten, ne? Die könnt ihr auch einsetzen, ne? Eine kommt gleich. Eine darfst du wegwerfen. Ja, nicht mehr. Oh, gut, alles klar. Nehme ich? Okay. Hätte ich nicht mitgerechnet? Ich kriege eine, ich will aber nichts wegwerfen. Zack. Möchtest du auch? Du bist fein. Nein. Sehr gut. Ich habe genau 4. Ja. Es ist so indirekt. Ganz indirekt. Es ist so ganz über den Tisch. Ja, so ist das hier, Leben. Hier, nimm das doch mit deinen kurzen Ärmchen. Das ist bitter. Nice. Ja. Nachdem ihr euch gerammt habt und das Schiff, wie gesagt, dann einmal wackelt, hört ihr von hinter euch tatsächlich Rufe. Und zwar von der anderen Seite, von da, wo das Vieh nicht zu sehen ist, von der Richtung. Mhm. Mhm. Bleiben Sie ruhig! Wir werden Ihnen helfen! Ich bitte darum! Du hörst das über so einen Lautsprecher tatsächlich. Mhm. Die Küstenwache, oder? Wir werden sehen. Ja. Hoffentlich kein Ausflugsboot. Wollt ihr da rüber gucken? Was ja. Doch vorher. Auf jeden Fall. Gut, ihr bewegt euch also hinten. Ja. Ich sehe das Viech ja, denke ich. Ne? Ja, das ist aber weg wieder. Also okay. Wieder abgetaucht. Okay. Ja, dann würde ich auch übergehen. Ja. So, das heißt, ihr seid hier hinten am Heck von dem Boot. Wolltest du jetzt ernsthaft da reinspringen? Nee. Was ihr dann seht, ist, als ihr hinten hinkommt, das ist tatsächlich so ein kleines Küstenwachenboot. Mhm. So ein okay. Und ihr seht, an Bord sind 3 Leute. Einer, der das Boot fährt. Das fährt wenigstens noch. Ja, das fährt noch. Und 2 andere, einer mit so einem Megafon in der Hand. Wir sind von der Küstenwache. Wir werden sie reinziehen. Was immer der genau meint. Der andere, der an Bord ist, hat einen scheint sowas wie eine Schnellfeuer-Karabiner in der Hand zu haben. Und die fahren weiter auf euch zu und ihr seht hinter denen, dass sich gerade was auftut. So. Mhm. Vorsicht! Vorsicht! Ja. Kommt hier rüber! Springt rüber! Kommt lieber zu uns! Seht den mit dem Megafon so. Ruhig bleiben, wir sind gleich da! Ja. Oh. Das Vieh beißt zu und beißt dieses kleine Schiff einfach in der Mitte auseinander. Also der mit dem. Der in diesem Fahrerteil stand, wird einfach gerade so weggebissen. Mhm. Und die anderen beiden. Ich glaube, die brauchen ein größeres Schiff. Fallen ins Wasser. Interessanterweise scheint aber dieser vordere Teil tatsächlich noch nicht weiterzufahren, aber geht nicht direkt unter, sondern der hatte seitlich noch so Schwimmkörper und so weiter dran. Das heißt, das Ding schwebt da, schwimmt da noch irgendwie im Wasser rum. Ja, ja. Wie weit sind die von uns entfernt? Die waren gar nicht weit weg, vielleicht so 20 Meter. Ach Mist. Aber wir könnten jetzt schnell wegschwimmen und das Vieh ist ja eh abgelenkt. Nein. Wir werden auf gar keinen Fall in das Wasser springen, oder doch? Ich habe dich nicht erzogen, ein egoistischer. Zumindest einer von denen scheint noch an Bord von dem Schiff zu sein. Der mit der Waffe, der sich da festhält und gerade die Waffe anlegt und auf dieses Vieh, was dann an ihm vorbeischwimmt, gerade so. Guten Tag.
abdrückt. Und in dem Moment, als der abdrückt, fängt er an, zuckt wie wild, lässt die Waffe fallen, die da irgendwie in dem Ding landet, und fällt dann mit so einem Gesichtsausdruck, wie als hätte er einen Stromschlag gekriegt oder sowas, völlig weggetreten, blub von Bord und blub, 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 blub. Was ist das? Was passiert denn hier? Verschwindet im Wasser. Kann ich mir auch nicht erklären. Aber ich glaube, wir brauchen nicht auf Rettung zu warten. Nein. Lebt der eine denn noch? Also schwimmt der eine noch? Also einer ist untergegangen, einer ist durchgebissen, der andere lebt noch. Durchgebissen. Einer lebt noch? Wer hat die Stange? Wer hat diese... Ja, weil genau, aber das ist, wir sind ja noch zu weit weg, wenn die 20 Meter weg von uns. Danke. Komm hierher. Ja, was willst du machen? Ich würde versuchen, also ich meine, die sind ja, in, also das Viech war weg von, nee, wir sind weg von Land. Ist ja hinter uns quasi. Wahrscheinlich dreht es da. Also ich würde jetzt versuchen, in Richtung Land zu rudern, sodass, also, weil das uns hilft und im Idealfall dem, den wir dann retten könnten, auch, weil der es auf dem Weg ist. Geht das? Rudern? Wir können unser Boot nicht rudern. Wie können wir denn dieses Boot bewegen? Also wir dieses Ding. Mit deiner Latte da, weißt du? Ja. Dieses Boot treibt im Moment. Ist aber auch nicht schlimm. Das Vieh kommt wieder auf euch zu und macht fast sowas wie einen Satz hoch und versucht, nach euch zu schnappen. Rums. Trifft dabei das Boot und gibt ihm tatsächlich einen Trall mit. Mhm. In die richtige Richtung? Was in dem Fall tatsächlich in die richtige Richtung ist. Er könnte es natürlich auch locken. Wie schlimm sieht das Boot aus? Was ist denn deine Nahkampfverteidigung? 12. Jo. Du machst gerade noch so den Schritt nach hinten, während ihr euch alle zur Seite werft. Und an dem Stock lag's nicht. Ja? Also, aber vor dir kronisch klappen diese Kiefer zusammen. Du bist dir sicher, das Vieh hätte dir irgendwas abgebissen, wenn es dich erwischt hätte. Hat's aber nicht. Ich hab das Gefühl. Also machen wir uns nichts vor. Entweder wir lassen jetzt ganz schnell eine Möglichkeit einfallen, wie wir nah an Land kommen, oder wir legen uns mit diesem Viech an. Papa, wir müssen hier runter. Weil also, gar nichts machen tun können wir nicht. Es tut mir leid, schwimmen. Ich muss dich jetzt mal ins Spiel leiten. Nein, einfach runter. Wachsamkeit. Du bemerkst einen zuvor übersehenen Gegenstand, Hinweis oder Vorgang. Oh, das ist aber... Weil ich bin wirklich ratlos, ob es eine gute Idee wäre, ins Wasser zu springen. Also vor allem nicht mit dem kleinen Kind und... Ja, mit dem Kind und allem und Verletzten. Ja. Und was du tatsächlich bemerkst, ist... Bist dir sicher? Egal, was sonst noch ist, aber unter Deck, da wo die Motoren sind, muss es zumindest noch Diesel und solche Sachen geben. Wenn ihr sonst nichts habt, um mit dem Vieh irgendwas zu machen. Flammen wir es ab? Das müsstet ihr zumindest hinkriegen. Ich springe ja mal mit dem Kanister ins Maul. Und Spaß. Der Diesel! Was? Der Diesel unten. Was für Diesel? Diesel was? Ich glaube nicht, dass die Motoren noch funktionieren. Ja, eben. Aber wir könnten das Feuer Boot machen. Das Boot anziehen. Ah, ich verstehe. Ja, das war so ein Boot. So, damit sind wir beim Beginn einer... Ich meine, das eben war ja ein bisschen leicht. Das haben wir schon festgestellt. Deswegen haben wir jetzt eine dramatische Szene. Nur damit ihr das wisst, es gibt die Unterscheidung zwischen Standardszenen und dramatischen Szenen. Die Standardszenen sind für die Helden eher etwas leichter, die dramatischen Szenen eher etwas schwerer. Okay. Und die Begegnung mit einem Mesasaurus führt automatisch dazu, dass es eine dramatische Szene wird. Ja. Einfach, weil die Biester so unfassbar groß und gefährlich sind. Mhm. Deswegen beginnen wir das hier mit einem... Völliger Wahnsinn. Okay, ihr seid inspiriert. Mhm. Ihr habt die Initiative und ihr seid sofort inspiriert. Das heißt, ihr würdet jetzt auf der Stelle alle zwei Schock regenerieren. Weil ihr keinen Schock habt. Ja. Passiert leider da nichts. Aber angreifen und verspotten sind die Aktionen diese Runde. Und ich habe auch. Angreifen und verspotten sind die Aktionen diese Runde. Möchtest du was tun? Als das Vieh wieder auf euch zukommt. Also, wir sind hier im lebenden Land und nicht in der vorsichtigen Gegend. Ja, wir sind nicht in der Kuschelgruppe. Und außerdem Wildnis, meine lieben Leute. Ich mache einen rücksichtslosen Angriff mit meinem Speer ins Maul. Ich werfe diese... Oh, werfe ich das da rein?
Ja, ich werfe das so harpunmäßig ihm ins Maul. Zack. Ja. Und zwar so mit solcher Wucht, dass man es als rücksichtslos werten kann. Ja, also für rücksichtslos müsstest du dich eigentlich fast auf ihn stürzen. Ja, eigentlich wollte ich ins Maul springen. Ja, dann gib alles. Dann mache ich das wohl. Also stürz dich auf ihn. Das heißt, aber du springst mal die Karte wirklich ausgespielt, aber hängt schon im Maul. Papa, was machst du? Halt? Du darfst noch keine Karten ausspielen. Du darfst einen in deinen Vorrat spielen. Mutig direkt mal ins Klar. Ich spiele mal den meisterhaften Plan. Das ist immer eine gute Idee. Du stürzt dich also nach vorne, springst über die Reling auf das Vieh zu, als es gerade auf euch zukommt, völlig ohne Rücksicht und ohne irgendwie Gedanken an dein eigenes Leben, deine eigene Unversehrtheit. Dein Vater war cool, aber gerade wird es seltsam. Ja, weil das Vieh hat wirklich einen riesigen... So, und schau mal! Das hat man unglaublich... Dann würde ich sagen, würfel doch mal bitte. Krieg ich das Weißengeld? Ich würde... Moment! 17. Wow! Ja, aber ich sag euch mal was. Ich wollte gerade sagen, das ist der richtige Moment. Das ist der richtige Moment, um noch eine Möglichkeit einzusetzen. Du darfst keine Karten einsetzen. Ja. Ich darf keine Karten einsetzen, deswegen nehme ich auch eine Möglichkeit. Ja. Du hast noch keine Karte dafür. Gut. 27? 27, das ist plus 9. 9, das wären plus 9. Kannst du noch einen abgeben? Nein. Ja. Achso, schade. Ich darf keine Karte Die kannst spielen. Du nicht. Nein, damit bist du, du hast einen 12er Nahkampfangriff, Nahkampfwaffenangriff. Das heißt, du bist bei 21. Jawohl. Nee, noch einen. Damit kriegst du tatsächlich 2 extra Würfel. Das wäre ja schon mal... Und plus einen für den rücksichtslosen Angriff. Genau. Das heißt, du kriegst 3 Würfel, eine der wenigen Situationen, wo du auch 3 Bonuswürfel bekommst. Hahaha. So, ich würfel die. Jawohl. 5 und explodiert sind 9. So, das war jetzt der erste. Mhm. Sind 14. Ja, gut, 15. Ja. 15 plus den Grundschaden. Plus den Grundschaden von 12 sind 27. Sind 27, damit bist du. Damit piekst du ihn. Na komm. Nein, damit bist du genau 10 drüber. Ah. Das sind tatsächlich 2 Wunden und 4 Schockschaden, die du. Das heißt, was du gemacht hast, ist, du bist über ihn, als das Vieh gerade zubeißen will, bist du wirklich drüber gesprungen und hast ihm deinen Speer bis zu dem Punkt, wo deine Hände waren, einfach von oben nach unten durch die Schnauze getrieben. Genau, ja. Und das heißt, das Maul... Ist zugetackert. Naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen an der Stelle, aber das Maul wird wirklich erst dadurch aufgehalten, weil du unten sogar noch die Zunge perforierst. Du rammst das einfach mit voller Wucht in diesen Dinosaurier rein. Ich finde es geil. Es ist schon also eine beeindruckende Aktion. Also ihr seht die auch allesamt, ob ihr wollt oder nicht, in Zeitlupe. Also die ist absolut Slow Motion. Dafür hast du dir auch diese Schicksalskarte für einen erfolgreichen Angriff mehr als verdient. Merci. Herzlichen Glückwunsch. Vater und Sohn bei einem Sonntag. Du darfst eine Karte in den Pool spielen, aber denk dran, ich bin auch gleich noch dran. Ich darf keine oder eine. So, wer von euch möchte denn noch agieren? Das ist der beste Ausflug meines Lebens. Ich sag doch immer, ich glaube, wir setzen deinen Plan um, gehen mal unter das Deck und. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir den Plan auch brauchen. Ja, wir gucken, wir können auch an der. Oh ja, das sieht gut aus. Nein. Nee, komm, wir gehen runter. Ja, wir gehen runter. Lass die mal machen, wir gehen mal unter Deck. Ja. Wenn es sich erledigt hat, wenn wir wieder hochkommen, umso besser, aber es sieht dann wenigstens aus, als hätten wir es getan. Sinken wir, da ja was fehlt. Nee, also es fehlt, also es fehlt nichts, was bisher die strukturelle Integrität des Bootes tatsächlich soweit beeinflusst. Aber als du so schaust, bemerkst du, dass dieser Eindruck von das Ding ist ganz schön oll sich inzwischen verändert hat auf warum fährt denn der Kahn überhaupt noch? Auf Motorisch. Okay. Also gerade außen siehst du, dass du bist ja hundertprozentig sicher, vorher war das nicht so rostüberzogen und da war auch noch Lack irgendwie auf dem... Noch? Ich habe ein ganz anderes Boot jetzt. Auf dem Schiffsrumpf. Ist das jetzt auf dem Wurmreiten? Nein, das ist nicht Wurmreiten wie bei Dune. Schade, genau. Besonders blöd, wenn der Wurm abtaucht. Ja. Dann kannst du mal eine Runde Wurmreiten. Ich kann. Ja, genau. Ja, der Schwimmen überleben? Aber der erzählt mir auch, was er unter Wasser läuft atmen kann. Läuft über Stärke. Stärke einfach. Läuft einfach über Stärke. Das ist doch auf dem drauf, ne? Ja, ja. Der ist auf dem drauf, ja. Der ist auf dem drauf, ja, ganz genau. So, ihr geht unter Deck. Ja. Also ihr findet den Zugang auch sehr schnell, weil es ist tatsächlich so eine Luke, also eine Querluke, die ihr einfach aufmachen müsst.
Die ist auch nicht verschlossen. Kommt nach unten und seht euch, als ihr euch umschaut, dann auch direkt in so einem flackernden Funzellicht, was ab und an mal angeht, ab und an mal ausgeht, einem Wesen in abgerissener Mechanikerkleidung gegenüber, was da ist mit einem... Drin? Was mit einem... Den habt ihr nur nicht kennengelernt bisher. Und der hat kein Bedürfnis rauszukommen. Ja. Was da unten mit einem großen Schraubenschlüssel dabei ist, bumm, 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 auf irgendwelchen Teilen von dem, was mal der Motor war, einzuprügeln, dreht sich durch um. Oh. Was ist mit dem denn los? Mach ganz! Bumm, bumm, bumm. Sehr gut, Sir. Machen Sie ruhig weiter. Ruhig. Stören Sie nicht weiter. Wir gehen vorsichtig dran vorbei. Ist tot! Mach ganz! Bumm, bumm, bumm. Diesel ablassen. Wunderbar, ist. Sir. Wunderbar. Das ist mein Onkel. Die ganze Familie ist dabei. Also ihr seht tatsächlich, dass da auch noch ein paar Kanister einfach rumstehen. Ja. Mit Diesel. Ja, wo dann schnappen wir uns die. Ich geb dir einen, ich schnapp mir einen. Ich lass den nicht ganz aus dem Auge. Nicht, dass er auf die Idee kommt, dass er uns irgendwie... ganz machen will. Kaputt. Lalala, mach tot ist tot! Bumm, bumm, bumm. Ich lebe aber noch. Und das mit dem Diesel. Ja, nach oben wieder. Nach oben. Du kannst das ganz genau interpretieren. Klar, der hat... Das Ding hat Geräusche von sich gegeben, war eindeutig tot. Ja. Wie soll man das denn auch anders reparieren? Ja, ja gut, klar. Dann macht's jetzt ganz. Ja. Das ist tot. Ja. Dann, wenn's tot ist. Ja. Den lassen wir einfach hier unten, da ist er sicher. Wer ist jetzt hier sicher? Ja, darum kümmern wir uns nachher. Sehr schön. Was machst du? Ich schaue meinen Vater hinterher, wie er auf den Fisch reiten will. Ich weiß nicht. Ich renne einfach hinterher, versuche zu helfen, bin aber wahrscheinlich zu langsam. Ja, du kommst dann dazu, als die zwei gerade mit den Kanister nach oben kommen. Ich bin doch sicherlich, also bei dem Stress, den ich immer habe in der Klinik, Kettenrauch. Auf der Suche nach Feuer. Ja. Das ist echt ein Problem inzwischen. Ihr habt einen Plan. Ja? Und was war der Plan? Immer laut Ja sagen. Ha? Das wirst du erfahren, wenn wir ihn umsetzen. So, okay. Junge! Das Feuer! Wir brauchen Feuer! Dreht sich einmal um die eigene Achse. Ich halte mich fest. Achse und versucht dich sowohl abzuschütteln, als auch dann nach dir zu schlagen, beißen. Beißen. Nicht auf seinem Kopf stehen bleiben. Wir versuchen das jetzt mal. Wir versuchen es. Irgendwas ist mit ihm wirklich passiert. Mhm. Also auch mit Philipp. Ich bin mir sicher. Irgendwas ist mit Philipp passiert. Du hast Glück, der Wert ist nicht ganz so hoch. Er kommt nur auf einen Stärkewert effektiv von 12. Das ist genau meine Nahkampfverteidigung. Das reicht aber nicht. Du brauchst einen Stärkewert, ob du dich festhalten kannst. 10. Damit schafft er es, dich tatsächlich abzuwerfen. Und dann versucht er dich zu beißen. Oh Gott. Das ist dann aber auch nur die minus 2 ist minus 4. Das heißt, er kommt auf einen Angriffwert nur von 8. Du hast jetzt eine Nahkampfverteidigung von 12. Ja. Ja, das heißt, er schnappt nach dir und du schaffst es gerade noch so einen Schwimmstoß. Das heißt, du siehst gerade, wie dein Vater auftaucht, so zur Seite, also im Wasser, so einen Schwimmzug macht und dann daneben dieses Maul wieder zuklappt. Vater, schneller! Schneller schwimmen. Super Hinweis. Danke. Super Hinweis. Danke, Sohn. Ich bin 14. Ich mach das schon. Ach, du hättest sogar noch Bonus auf den Angriff gekriegt, aber es hätte alles keinen Unterschied mehr gemacht. Brauche ich nicht. Ja, nächste Runde. Es ist dramatisch. Mhm. Die Helden haben trotzdem die Initiative. Und die Schergen, das ist beeindruckend, erleiden einen Rückschlag. Ha. Völliger Wahnsinn. Und angreifen und manövrieren sind die Aktionen für diese Runde. Okay. Ich weiß, was ich machen werde. So. Mhm. Oh, kriege ich nicht sogar noch eine Schicksal? Aber ich bekomme, hast du bekommen. Ihr dürftet alle eine Karte in euren Pool, in euren Vorrat verschieben. Die dürft ihr jetzt dann noch benutzen. Ja. So. Wer will, hat noch nicht. Also, ich spiele erstmal wieder eine Karte. Ich nehme Gnadenstoß. Ich glaube nicht, dass ich sie einsetzen. Die Karte kommt immer am Ende der Runde rein. Ja, ich habe doch, aber Auffassungsgabe. Ist nur am Anfang. Ah, ganz am Anfang. Okay. Deswegen. Alles klar. Okay, gut. Gut, wir haben Diesel. Wir haben Diesel, wir wollen Feuer. Ich springe zur Bar, also behende, und gucke, ob ich da eben Feuerzeug oder diese Streichholzbriefchen finde. Oh Gott. Ich sehe es schon draußen. Das ist dann...
andere Etappe des Plans. Ja. Ja. Und guck, dass ich da ein dass ich Feuer finde. Würfel doch mal finden. Okay. Ich bin gar nicht mal so schlecht. Ja, sehr gut. Nee, das reicht nicht. Aber ich glaube, mit Willenskraft, glaube ich, kannst du sogar, oder? Geht das nicht auf Verstand? Doch, geht auf Verstand, das ist richtig. Wie viel hast du gewürfelt? Ja, ich habe eine 6 gewürfelt. Ja, das ist minus 4. Negiert es ja fast, also ist noch ganz übrig. Dann hätte ich noch 12. Ein Schatz? Also, könnte man das als Schatz nehmen? Dann hätte ich 12. Kommt drauf an, was du jetzt verspielst. Ich kann es dir jetzt noch nicht sagen. Kommt drauf an, was du spielst. Okay. Und ich. Ja, gib alles. Ja, das tut so schön weh. Och! Nein, es zählt. Mindestens 10. Gut, also 10, dann wäre es 16. Ja, eben. Dann wäre es 3 wäre 16. 16, oh mein Gott. Oh. Alles für den Plan. Völliger Wahnsinn. Ja. Du findest mehrere Dinge. Stimmt. Und du findest nämlich unter anderem, auch wenn du es nicht jetzt brauchst, eine Feuerwerkst. Ah, das ist schon mal ziemlich cool. Die macht einfach Stärke plus 2 Schaden ohne irgendwelche Abzüge. Mhm. Ein was? Eine Feuerwehraxt, eine von diesen Notäxten. Ich habe verstanden, ein Feuerwerk und ich dachte, warum Stärke haben die plus ein Feuerwerk? Stärke plus 2, aber die hat einen Tech-Wert von 16. Hey. Die ist einfach, die ist einfach mehr, als diese Realität eigentlich sehen will. So, so, also so sollte ich mitnehmen, kann ich sie, sollst du allerdings nicht einsetzen. Also ich kann sie einsetzen. Mit den üblichen Gefahren. Aber viel wichtiger, du findest die Signalpistole. Oh, sehr gut. Perfekt. Ja. Und du schwimmst da. Sehr gut. Also, ich bin in meinem Element. Also. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg nach vorne. Ja, ich gehe davon. Also ich habe nicht geguckt, ob du was findest. Sondern was machst du? Ich bin auf dem Weg nach vorne. Ja, wenn ich vorne ankomme, wie schwer ist so ein Kanister? Wie viel haben die? 25 Liter haben die, soweit ich das weiß. Oh, das ist super schwer. Ja. Ich helfe. Ja, das ist kein Problem. Wir haben ja, glaube ich, mehr als einen mitgenommen. Wie viel haben wir? Zwei. Ich drücke dir einen in die Hand. Ja. Und renn mit hoch. Wir zünden das Vieh an. Ah, jetzt habe ich einen Plan. Okay. Also draußen sieht es wirklich so aus, als würde dieser riesige Wasserdinosaurier gerade es ernsthaft persönlich genommen haben, dass dieses Menschlein ihm da diesen Zahnstocher durch die Schnauze getrieben hat. Und der wirkt gerade sehr auf den fokussiert. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Wie weit sind die denn? Die sind gerade wirklich am Heck. Die sind am Heck? Ja. Mhm. Ja, gut, wunderbar. Und der schnappt nach ihm? Ja. Ist es mir möglich, den Kanister direkt in das Maul zu befördern? Du kannst das probieren. Könnt ihr das beide machen? Ihr könnt das beide probieren. Das warte, lass erst mal mich. Ja, mach du mal. Das müssen wir wieder runtergehen, Neues. Und mehr Diesel! Also du kannst es mit Sicherheit halt weiter auf. Keine Frage. Ich bin dabei. Jetzt kann ich ja. Ja, komm, gib alles. Das ist auf Projektilwaffen. Das lohnt sich fast noch nicht mal mehr, was dafür auszugeben, weil selbst wenn ich was ausgebe, wird das wahrscheinlich nicht gelingen. Nee, es ist so. Du hast aber noch 3 Möglichkeiten. Ja. Ich kann aber nur eine ausgeben und selbst mit der Möglichkeit. Wenn es 19. Ja, aber. Du weißt doch, wie das mit der Möglichkeit ist. Es ist meistens 10. Ja, komm. Chaka. Ja, siehst du, habe ich doch gedacht. Ja, nee. 19. Wie viele Projektivwaffen hast du denn? Warum der 19? Nee, das 3 plus 10. Das ist jetzt nur 13. Das ist 13. Wie viele Projektilwaffen hast du denn? Projektilwaffen. Ja. 8. 8. Ja, ich hab doch gesagt, das läuft nicht. Das ist ja der völlige Wahnsinn. Warum machst du das denn? Das ist doch total blöd. Weil du gedacht hast. Das ist dann plus 1, dann kommen wir auf 9. Ja. Aber das Vieh ist riesengroß, das ist plus 4. Dann kommst du schon mal auf 13. Olé. Siehst du, sag ich das. Aber ich wollte ins Maul werfen. Also, du schaffst es, der Dieselkanister trifft außen. Ich gehe davon aus, du hast den aufgemacht, sonst wäre das ziemlich sinnlos. Also das heißt, der Dieselkanister fliegt auf das Vieh drauf, aber mehr auf dem Rücken und bis er halt runterrutscht. Dann dabei. Ja gut, aber... Das ist ja nicht schlimm, das ist schon mal in der Nähe. Ja, aber du solltest dann nicht mehr sein, wenn es gleich zündet. Ich überlege mich auch gerade. Ich werfe dann auch einmal. Ja. Mach's besser. Wenn er 13. Ja. 1 auf... Was hast du denn da für eine schöne Karte? Ja, das wären immerhin 14. Die kommt gleich. Achso, du hast dann noch. Wenn, dann musst du jetzt eine Möglichkeit einsetzen, wenn du das verbessern willst. Mit was anderem schaffst du das nicht mehr. Oh, 17. Du kommst jetzt auf 30. Ja.
30 ist 9. Plus 9. Wie viele Projektilwaffen hast du? Ich kann 13. Vor, 13? Mhm. 13, okay, da sind wir bei 22. Das ist plus ein Angriff? Plus die 6, nee, es zählt Angriff, nicht als Angriff, ja. Nee. Plus die 4 durch die Größe. Ja. Das heißt, du schaffst es tatsächlich, diesen Kanister in sein Maul reinzuwerfen, als er gerade so nach deinem Vater schnappt und der Kanister verkeilt sich irgendwo hinten zwischen den Zähnen und du hörst es richtig so, es hört sich ein bisschen an, als würde irgendjemand auf eine fiese große Traube beißen, die so aufplatzt und du siehst auch irgendwo durch das Maul durchschwappen. Was möchtest du denn noch tun? Ich würde, ich kriege ja mit, wie ihr da jetzt Kanister reinwerft. Und ich würde praktisch so rückenschwimmmäßig zurückschwimmen und ihm noch versuchen, diesen Speer einfach, weil ich brauche den jetzt nicht mehr. Der Speer steckt noch. Ja. Ah, der steckt noch? Ja. Ach so, okay. Ja, dann schwimme ich weg. Dann schwimme ich ganz schnell weg. Ich dachte, ich könnte ihm jetzt einfach noch... Wirf mir mal eine aktive Verteidigung. Philipp, das ist ein bisschen langweilig jetzt. War das eine 1? Oh. Ich kann ja die Dramatikkarte hier wie eine Möglichkeit spielen. Ja. Dann mache ich das wohl. Ja. Das ist auch sehr dramatisch gerade. Oh. 11. Oh Gott. 11. Es gibt immer einen Bonus von plus 1. Damit hast du eine Nahkampfverteidigung von 13. 13. Du hast gerade die Dramatikkarte gespielt. Oh. Nein, alles gut. Ändert sich nichts. Ich tausche nur aus. Die nehme ich an mich und spiele dafür den meisterhaften Plan. Und habe jetzt dafür... So. Das Vieh beißt nach dir, es hat aber zum Glück einen Rückschlag. Das heißt, es beißt nach dir, trifft dich auch. Du hast dann, es trifft dich sogar ziemlich übel gut. Wie viel Robustheit hast du? 10. 10? Ja. Das ist nicht so viel. Also es ist gut, ja. Keine Frage, ist deutlich besser als andere Anwesende, aber es ist nicht genug bei diesem Biest. Das heißt, du würdest normalerweise 2 Wunden und 4 Schocker leiden. Das heißt, das hätte ich wirklich fast in der Mitte durchgebissen. Allerdings haut es, als es versucht nach dir zu beißen, tatsächlich einen Teil seiner Zähne hier neben in die Reling. Mhm. Das heißt, da knirscht es und knackt es und da brechen ihm auch Zähne eben bei der ganzen Aktion raus. Das heißt, es trifft dich nicht mehr ansatzweise so gut und es kann auch nicht richtig zubeißen, weil es sich halt nur zwar erwischt, aber nicht komplett zubeißen kann. Das heißt, du kriegst nur eine Wunde und 2 Schock. Kann ich die Wunde mit deinem Possibility... Kannst du versuchen. Lass mal stecken. Feind versagt. Spiele diese Karte aus, nachdem einem Gegner eine Probe gelungen ist. Die Probe misslingt. Was denn? Das Vieh verbeißt sich da drin. Sehr gut. Und ihr merkt, wie das Boot dadurch fast dann, also wird sich bewegt. Also dieser riesige Dinosaurier bewegt sich und bewegt dabei das Boot mit. Und am Ende spuckt er mehr oder weniger das ganze Boot aus, was tatsächlich einen Drall Richtung Küste bekommt. Richtung Ufer. Ja. Als Dank werde ich dir auch weiter Tipps geben. Dann seid ihr dran. Aber das macht keinen Sinn. Achso, nein, neue. Ende der Runde. Ja. Angreifen. Ihr habt keine erfolgreichen Angriffe durchgeführt. Nee. Das waren keine Angriffe tatsächlich. Ja. Die Schergen haben die Initiative und haben Oberhand. Mhm. Aber Moment, wir dürfen eine Karte reinspielen. Ihr dürft eine Karte spielen. Die Schergen haben Oberhand und Verteidigung ist die richtige Aktion für diese Runde. Das Biest schnappt nach dir. Mhm. Es hat noch nicht aufgegeben. Es hat sich zwar ein paar Zähne abgebrochen, hat hinten jetzt ein ganzes Stück hier rausgebissen aus dem Schiff. Und ihr merkt auch, wie das Schiff anfängt und so schwappweise eben vollläuft unten im Motorraum. Moment. Wenn ich die Karte, ich habe die Karte falsch verstanden. Ja. Ich frage jetzt immer noch mal nach. Klar. Ich habe nämlich, glaube ich, Dramatikkarte gelesen. Aber du hast ja jetzt gerade eine neue Dramakarte aufgelegt, oder? Spiele diese Karte zu Beginn einer Runde, damit die Dramakarte der letzten Runde auch in dieser Runde genutzt wird. Oh. Oder um eine gerade neu gezogene Dramakarte abzuwerfen. Aber ich glaube, in der letzten hatten wir Initiative. Ja. Genau, weil dann mache ich das nämlich und nenne es ist Initiative ergreifen. Aber ja. Hattest du die schon im Pool? Ja, das war die Karte, die wir als Markus gerade erinnert hat. Das war, wir jetzt alle verpeilt haben. Ganz kurz nochmal die Gegebenheiten der
aktuellen Karte? Dann? Angreifen und manövrieren. Das ist dann wie zuvor, mhm. genau. Weil dann sind nämlich wir zuerst dran. Mhm. Wer will denn jetzt mit der... mit der Signalpistole schießen. Ich hab sie ja. Ich würde sie tatsächlich an die Madame weitergeben, damit sie damit schießen kann. Er wirft dir so die Pistole zu, die du natürlich, wie es gehört, aus der Luft fängst. Das würfeln wir aber anlegst. Jetzt nicht. Er will es doch jetzt gar nicht. Und jetzt schieß. 9, jetzt lohnt sich das dann auch. Mach 3. 18 und 9 sind wir bei 27, das ist plus 9. 18. 18 plus 4 von der Größe von dem Vieh. Das knabbert ja auch förmlich, das Maul steckt ja praktisch vor mir, ich muss ja nur reinhalten. Also die Signalpistole fährt dem Biest ins Maul. Und als es dann den Kanister passiert, geht alles, was da an Diesel drin ist, in Flammen auf. Also viel bedeutet, wie das geht bis in den Rachen runter, weil das ja Teile davon auch verschluckt hat. Das heißt, es speit kurz sowas wie Feuer. Ich kann sagen, aber ein Feuerspeiler. Werft euch alle. Ja. Ich tauche unter. Ja, du tauchst unter. Für dich ist nicht so schlimm. Aber der Rest von euch muss ich wirklich zur Seite werfen. Der hintere Teil des Bootes fängt auf Feuer. Und als dieser Körper von dem Mosasaurus dann in den Fluten versinkt. Jawohl. Meine Siegesfaust schreckt aus dem Wasser. Ja. Da brennt's. Vorsicht. Vorsicht, Feuer. Und euer Schiff wird tatsächlich durch die Strömung jetzt an den Rand des Flusses getrieben. Mhm. Und ihr kommt an Land. Ich helfe euch. Gott sei Dank. Nie wieder Boote. Ja, ihr habt den ersten Akt von 3 Akten von dem Tag 1 Abenteuer das lebende Land tatsächlich hiermit überstanden. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei und ich hoffe, ihr hattet genauso viel coole Momente, wie wir sie hier hatten dabei, weil ich konnte das richtig förmlich von mir sehen, was da abgelaufen ist. Das war wirklich gerade ein cinematisches Erlebnis. Oh ja. Das war ein Film, der da abgelaufen ist. Ich weiß, wer der Hauptdarsteller war. Eindeutig. Conan der Papa. Ja, ihr habt den ersten Akt überstanden. Das heißt, ihr bekommt tatsächlich von mir auch, so läuft das bei Talk, 5 Erfahrungspunkte. Cool. Und die könnt ihr dann auch gleich, wenn wir das nächste Mal spielen, schon einsetzen, weil ihr habt ja was gelernt. Das heißt, ihr könnt auch direkt eure Werte verbessern. Das machen wir dann aber beim nächsten Mal, weil für heute sind wir dann auch schon am Ende angekommen. Wenn ihr Lust habt, schaltet doch einfach auch das nächste Mal wieder ein, weil wir werden selbstverständlich endlich auch mit Talk weitermachen. Wir wollen ja wissen, wie das hier weitergeht. Wir wollen wissen, schaffen unsere Helden es raus aus New York? Was passiert überhaupt in New York? Wie sieht es in New York an sich aus? Wir haben ja bisher nur den East River gesehen. Ja? Wir haben nur den East River gesehen und die Frage ist, was ist mit dem Spiel der Mets? Fragen über Fragen. Werden wir unseren Vater-Sohn-Tag feiern können? Wie geht dieser Tag zu Ende? Verstehen sich Vater und Sohn danach vielleicht ein bisschen besser als vorher? Sicherlich. Fragen. Deswegen schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Talk. Die Possibility Wars. Tag 1. Kurze Pause. Danach haben wir wieder unseren Wochenausklang. Und wir brauchen ein paar Minuten, dann bauen wir hier oben, räumen vielleicht ein bisschen auf. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.